Da sind wir wieder dabei, live und total mittendrin und los geht's mit den White Russians. Ich finde es nicht in Ordnung, dass du immer plötzlich anfängst mit so einer Stimme. Ich weiß auch nicht, wie ich mich darauf einstellen soll jetzt. Ja gut, dann lass es aber nichts mehr. Ich hab zu viel Östrogen dafür. Du klingst eher so, als würdest du gerade einen in die Schüssel ranzen, ey. Das ist auch echt anstrengend. Jetzt kommt das ist auch echt so. Solange du nicht schurzt dabei, ne? Ich muss mir dringend ein Loch in meinen Stuhl sägen. In der letzten Folge. Ja, war Flubigor. Ja. Da ging's rund. Da war Squashy, wie heißen denn diese kleinen, wie heißen denn Stressbälle, so ein Stressball. Matrioschka wurde zum Stressball umfunktioniert. Das kann man eigentlich so kurz zusammenfassen, ne? Matrioschka war einfach ein Grund zum Essen. Wieso zum Essen? Für sehr viel Popcorn. So. Julio ja, hat sehr viel Popcorn gegessen. Und ich weiß auch warum. Ja, du hast den Film, glaube ich, 20 Mal geguckt. Dann war noch, wie heißt denn gleich wieder, die olle Ork-Tante von den Falcons? Swante. Swante war noch da, genau, hat ein Bier ausgegeben von Flummis Kühlschrank, also von Jojos Kühlschrank. Und, Kaban hat einen neuen Klingelton, beziehungsweise einen neuen SMS-Ton bekommen. Können wir uns noch dran erinnern. Bitte? Nein, kann ich nicht, aber ich denke mal, du hast recht. Nee, wenn doch, nicht, ist es jetzt so, weil mir die Idee so gut gefällt, dass es egal ist, ob es wirklich war oder nicht. Und Düse hat meistens recht. Witzigerweise. Ja. Paragraf Nummer 1, Düse hat immer recht. Paragraf Nummer 2, sollte Düse einmal nicht recht haben, tritt automatisch Paragraf 1 in Kraft. Ich hätte jetzt eigentlich den... mein Kaffee. Scheiße. So, sollen wir unsere Kunden ins nächste Level entlassen? Viel Spaß und bleibt geil und denkt dran, immer auf die Pilze springen. Ja, mal hacken hinterher, los geht's, fahr mal los. Nee. Jo, also am 4. als ihr dann nicht sind, fahrt ihr los. Bäm, brumm, 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 voll krass. Was nehmt ihr so mit? Ganz grob. Ich hab ja einen Sinn quasi mit Waffenschein, ne? Nehm ich auch eine Waffe mit. Ach, richtig, Ich wollte mir noch eine, eine Onentario-Pistole besorgen. Haha. Also sprich, dasselbe wie eine Zestava, nur halt von SK. Kommt die Uhr da ran? Ja. Kann kostet aber 50 mehr. Oh. Nur fürs Logo! Na, kann man... Fürs Verschicken. Also Jojo kann sie kann man besorgen. Dann würde ich gerne einen haben. Gut. Dann kriegst du sie irgendwann. Aha, wir haben was. Egal, mach das mal weiter. Hä? Mach das mal weiter. Was haben wir denn vergessen? Mach das mal weiter. Jojo überreicht ihm irgendwann die Knarre. Poliert, Silencer. Blitzblank und quasi breit zum... Smartling Silencer. Silencer ganz bestimmt verstecken. Nicht. Ein Silencer bestimmt nicht und sonst, Smartling wäre cool, ja. Mal 100 drauf. Im Eigenbau. Ja, kriegen wir alles hin, quasi. Sieht hinterher voll professionell aus. Nein, sieht wirklich gut aus. Aber gut. Genau, eure Comlinks habe ich auch gemacht. Den ganzen Social Network-Kram, das heißt, wenn man so ein bisschen sucht, wird man uns auch finden im Internet mit ein paar gestellten Fotos von irgendwelchen Leuten und so. Das mach mal bitte Logik und Software plus 2. Möchtest du Forgeon? Forgery hast du ja auch noch. Ja. Wie viel hast du Forgery? Auf 2. Pass auf, du kriegst Logik plus Forgery plus halbe Software. Logic plus Forgery, das sind plus 6, plus halbe, das sind 8. Und halt VR-Bonus, wenn du den willst. Jo, dann klar. Also 10. Mhm. Das sind 4 Erfolge, mal ganz guter Mann. Schmackhaft. Das Ding ist nämlich auch, man muss ja auch bei manchen SK Social Networks kommt man ja, also bei dem kommt man ja auch eigentlich nur rein mit einer SK SIN und eure SIN, ob das so will man ja nicht unheimlich belasten, aber du hast es natürlich hinbekommen, das alles gut zu faken und da passt er jetzt gut rein. Ach, halt noch den ganz anderen Kram. Plus die anderen können da auch, wenn man da eh nur mit einer SK SIN drauf kann, dann können die anderen da eh nicht drauf. Ja, die können halt, von außen kannst du halt sehen, ihr habt natürlich ein Public-Dings, weil ihr geil seid, aber so, für die sieht's auf jeden Fall echt aus, bla bla.
Fake it, baby. Yes, und ihr habt jetzt Freunde eingetragen, die auch nicht wissen, dass sie eure Freunde sind, also perfekt, aber die es wirklich gibt und so. In St. Petersburg und da bascht es. Fake it till you make it. Ich wollte jetzt nicht den ganzen Text runterleiern. That's what she said. Okay, nochmal zu Synchro. Mit. Wir sind gerade angekommen, ne? Seit was? Na, wir sind noch nicht lange in Moskau. Wir sind gerade angekommen und wir müssen uns auch irgendwie so hinkriegen, dass wir halt da tatsächlich wohnen. Also wenn da jemand mal eine Dingens abgleicht quasi, dass wir dann wenigstens unsere Namen drin stehen. Ich habe ein Ferienhaus gemietet, das ist da mit drin. Nice. Ein kleines Bungalöchen, nicht viele Zimmer, aber also eins für die Bediensteten und eins für die Dame, versteht sich. Ach so, also wir haben, wir das jetzt echt? Nee, wir haben das nur gefaked. Ich hab das nicht echt gemietet, aber es ist, okay. Aber ihr steht drin. Okay, das reicht schon. Ausreichend Moment, Entfernung, Moment. Dass man da auch nicht hinfahren will. Würde das ausreichen, um da tatsächlich unterzukommen? Das gefakte? Okay. Ich hab nur die Schockhandschuhe dabei, Pfefferspray, klassische Lederhandschuhe, natürlich elegante und ansonsten natürlich elegant piekfein mit so einer Nasenkneiferbrille. Ne? So richtig geil. Meister, ist es möglich, dass Jojo sich quasi ihr Comlink nimmt, eine Sicherheitskopie davon macht und sich eine komplett neue Nummer da drauf spielt? Na klar. Okay. Nummer zu kaufen ist ja bloß, gehst zum Service Provider und sagst, ich hätte ja eine neue Nummer, dann sagt ihr, na, da gibst du mal das Geld, nimmst die und dann sagst du, na geil, Alter. Ende. Okay. Nee, nur dass Jojo halt eine eigene Nummer hat mit diesem Comlink quasi und da keine verfänglichen Daten. Du kannst unendlich viele Nummern kaufen. Okay, ich will halt nur, dass keine verfänglichen Daten auf dem Comlink sind, darum geht's ja, mir. Ja, die Daten ist nochmal ein anderer Fall, aber ja. Ja, aber die kann das ich ja halt runternehmen. Das ist halt der Unterschied SIM-Karte zu... Das kannst du machen, das hast du eh gemacht, das ist richtig, das habt ihr alle gemacht. Darum geht's mir. Deswegen sagte ich das vorhin, dass quasi selbst wenn jemand auf meinen Comlink zugreift, da einfach keine verfänglichen Informationen drauf sind. Ja. Sondern einfach nur ein paar... Und halt, dass die Nummer nirgendwo anders auftaucht, das passt schon. Genau, also einfach nur ein paar Telefonnummern oder was auch immer. Jojo wird... So ja, du hast ja auf jeden Fall erstmal ein Album von Dragon Force drauf. Da sind ja, ich habe alles Mögliche da drauf. Auf jeden Fall wird Jojo auch quasi sich so ein kleines so ein kleines Prepaid-Comlink, so ein Wegwerf-Comlink quasi, wird sie auch dabei haben. Das, da kann man als jugendliche Dings schon mal Gründe für haben, dass man sowas hat. Damit die blöden Eltern nicht gucken. Genau, damit man auch mal Nachrichten schreiben kann, ohne dass die blöden Eltern was davon checken. Und das ist halt dann, sie guckt sich vorher die Comlink-Nummern an, sodass sie im Zweifel auch jemanden anrufen kann. Sie lernt quasi ein paar Nummern auswendig. Krasse Scheiße. Wie ist denn der Name von deinem Liebchen, das du zurücklassen musstest in da, wo wir herkommen? Von welchem Liebchen? Da habe ich doch keins. Du musst doch ein Liebchen haben. Nein. Doch, die Liebe. Sie muss doch frei sein für den Typen. Ja, nee, die muss doch ein gebrochenes Herz haben, damit sie eine gute Ausrede hat, warum sie sich in den Verein verlieben tut. Was? Wer sagt denn, dass sie sich in den verlieben muss? Das musst du. Wer sagt denn, dass das irgendwie was damit zu tun haben muss? Das ist voll wichtig. Ich romantisch. Hat recht und den längsten. Was hat Holly jetzt damit zu tun? Ich habe gesagt, ich habe gesagt, dass du dich in den verlieben musst. Ich hab das doch beschlossen. Ich auch. Du hast das beschlossen. Der muss sich in die Schreie eigentlich nicht, ich muss den spielen. Warte mal, Abbruch. Nee, lass mal. Musst du nicht. Du kannst Liebchen haben, aber du musst nicht. Echt? Geht doch ohne. Du hast ja nur Angst vor zu viel Spaß. Zu den nochmal rausholst, ja, das hab ich. Der Beziehung schon. Der ist von hier, klar hole ich den nochmal raus. Ich finde das echt irgendwann schäbig, wenn die ganzen Shadowrunner immer nur auf Flirten und so gehen. Da bin ich irgendwann allergisch geworden. Egal. Billy hat doch noch gar nicht das Flirten angefangen. Ne? Ich hol mal die Eiswürfel raus. Ja, also, weil das war noch das okay. Widerlichste, das ich seit langem gehört habe. Aber was? Deswegen war es einfach echt witzig. Was? Hat sie nicht gehört? Was woanders los ist, du. Ja, deswegen höre ich selten zu, wenn sowas ist, weil ich das einfach in den meisten Fällen absolut bekloppt finde. Vor allen Dingen, weil dann auch immer alle sofort darauf anspringen. Das ist der Knaller. Von was reden wir gerade?
Irrelevant, es geht weiter. Jojo, hast du irgendwas mit, was dich in Schwierigkeiten bringen könnte? Ja, ich guck gerade. Dämonenfilamentketten sehe ich. Ja, nee, sicher, ganz bestimmt. Nee, sie hat. Vielleicht ein loses Modedroge oder so, damit es halt nicht voll die rebellische Art ist oder so. Ja, so ein bisschen Gras hat sie dabei. Das reicht erstmal. Ein Joint hat sie dabei. Dann kannst du nochmal Palming würfeln, bitte. Gott. Was war denn das? War das nicht irgendwie auf Deutsch anders? Fingerfertigkeit einfach nur, ne? Hm? Jo. Alter, Moment. Vier Erfolge. Ich hatte schon die, weißt du, ich hab einfach aus Reflex, aber. Scheiße, was ist dein körperliches Schön. Ja, vier. Scheiße, dann gelten die auch noch alle. Mhm. Okay, du hast das Gras dort getan, wo keine Sonne scheint. oder irgendwo anders. Das Tolle versteckt. Ist, weißt du, jetzt würfel ich gut und wenn es dann mal wirklich wichtig ist, dann würfel ich total. Das war Scheiß. Wirklich wichtig, das ist allerdings warum ihr zu dem Grenzer geht, weil die Grenzkontrollen ja verschärft sind. So, gut, ansonsten nichten. Nö, eine Handtasche und so ein Shit halt. Ich überlege gerade, in den Skateboard darf man da nicht außer mitnehmen. Waffe. Das letzte Mal ohne Waffe aus dem Haus bist, das ist auch schon weichen her. Das ist ewig her, das ist auch... Sie fühlt sich nackt. Sie geht ja nicht ohne Waffe, sie hat ja mich dabei. Sie fühlt sich nackt. Das war auf jeden Fall ekliger als mit dem Eiswürfeln. Jetzt mal im Ernst. Das ist richtig. Das war tatsächlich noch ekliger. Entschuldige bitte, das war überhaupt nicht eklig mit Billy und den Eiswürfeln. Sonst hat sie nicht... Nee, sonst hat sie eigentlich nichts... Also illegalen Shit hat sie sonst echt nicht mit. Sie hatten Schraubenzieher dabei, einen kleinen, aber sonst nichts. Darf man den mitnehmen? Ja. Das ist echt so ein Fetisch von dir, na klar. Natürlich ist das ein Fetisch. Ich hab gelernt, weißt du, dieses, du hast nichts dabei. Das kam von mir, aber höchst selten. In jedem Fallus ist es so, dass Taxi mieten oder was? Ja, ne? Ja, muss ja. Wir haben doch das Fahrzeug von Boris. Ach, ja, richtig. Genau das war's. Boris, ja, ihr steigt ins Auto, Boris, Billy, Hallo? Hi, Er schreitet zu ein. Spät durch Nacht und Wind. Ja? Es ist der Lou, der muss zum Spind. Nee, keine Ahnung, Nee, hat ich Boris hab... so einen komischen Akzent. Schon immer? Okay. Pass auf. Es ist so, ich habe ja jetzt ein bisschen was geguckt. So viel konnten mir die anderen auch nicht sagen, das ist jetzt auch nicht der Überflieger, aber ich habe so ein bisschen Bildmaterial, was ich jetzt mal schicken würde, wenn du mir irgendein so ein Datending sagst, dann würde ich das mal kurz machen. Fuchsbau, macht's uff. Gut, dann viel Spaß und das ist echt kein... Du musst auch mal der Kleinen ausreden, das ist echt kein Typ. Was, von was reden wir jetzt gerade? Na, von dem Typen, über den Melnikov oder was das ist. Ne? Was denn mit dem? Ach so, ja, okay. Ja, genau, das ist echt kein Typ, an den euch ran. Also. Kein Wieso denn? Geiler. Das ist einfach so, weißt du. Guck mal hier. Hier siehst du, wie er mal jemanden übelste Sorte zur Sau macht, weil er was gegen das Militär gesagt hat. Weißt du, kommt in so einen übelst geilen Nightclub und kommt da mit so einer Militäruniform, Alter. Das geht schon mal gar nicht. Macht sich da übelst wichtig und ist dann aber nur Oberst von Popanz gewesen. Nicht mehr ein echter, weißt du. Und macht sich da sonst was raus. Sieht auch sonst, guck mal hier, sieht super unentspannt aus, wie er echt so den... Das Gewehr vermutlich noch im Arsch und immer schön gerade und echt, ich bin der Geilste. Dann hier siehst du, wie er ein bisschen rumflirtet mit so ein paar Party-Bitches, aber so weit, da ging da nichts. Ich glaube, der ist zu smart dafür, sich da wirklich dort vor Kameras oder in so einem Club auf was einzulassen. Aber ich glaube, hier, die Rothaarige, das könnte sein Typ sein. Wie, die macht sich die Haare rot. Die bisschen, sehr gut. Die ein bisschen mehr, die ein bisschen fülliger ist, weißt du, Fleisch um die Hüften und auch überall sonst was zum Anfassen halt. Na genau. Und ich. Warte mal, hier hast du ein Gesprächsfetzen. Da geht es irgendwie darum, dass er seinen Sohn ab und zu mal züchtigt, weil das so eine Weichtube ist und der auf jeden Fall zum Militär gehen soll. Aber so wird das nicht schon, dass die Mutter ihn total verhätschelt und das. Blablabla, sowas halt, ne? Scheiße. Das ist aber echt. Der hat's schwer, so der Kleine. Geil, der hat's. Ja, bestimmt, ne? Mit so einem Vater, Alter.
Seit wann hast du denn eigentlich was gegen in den Arsch? Wenn man es wieder rausnimmt, habe ich nichts dagegen. Aber weißt du, echt, wenn dann das immer so drin bleibt und man sich dann nicht mehr bewegen kann, das ist echt scheiße. Man muss auch mal ein bisschen locker werden zwischendurch, genau. Gebe ich dir recht, das muss ja auch wieder rausfallen von selbst. Ich hatte Dankeschön. Aber zumindest, wenn man zieht. Ich, wenn der nochmal auftaucht oder so, melde ich mich natürlich. Sag's da an. Klar. Voll lieb, dankeschön. Wegen der Karre geht klar, ne? Geht klar, genau. Supi. Die hole ich jetzt ab, weil wir fahren los. Ausgezeichnet. Ich bin gerade unterwegs, aber die steht bereit. Na, die wissen doch, dass ich komme, oder? Ja, genau. Steht bereit. Ja, gut, supi. Ja, dann mache ich jetzt gar nicht lange rum. Halte dich weiter auf. Danke dir recht herzlich für deine Hilfe. Und ich melde mich die Tage dann nochmal, ne? Klar. Piep, piep. Ich hab dich lieb. Ja, genau das. Wir haben's Auto, Kinders. Wir können's abholen gehen. Fahren. Supi. Und ich hab die Daten über den Typ. Der ist also aalglatt, so wie es aussieht. Was ist das für ein Typ? Ein Scheißtyp anscheinend. Der ist komplett auf seiner Militärschiene hängen geblieben, so wie es aussieht. Und der macht dem Bub tatsächlich das Leben ziemlich hart. Also, okay. Alte Schule, nichts im Kopf, aber trotzdem was zu sagen. Also 2000 Volt in den Arm, aber die Birne oben blüht trotzdem nicht. Wie bitte? 2000 Volt in den Arm, aber die, oben die Glühbirne leuchtet trotzdem nicht. Ja, ja. Genau. Na, dann müssen wir mit dem Vater ein bisschen aufpassen. Ja, nicht nur ein bisschen, ganz sicher. Vielleicht wird dann die Liaison auch nicht zwischen Kaba und mir ablaufen, sondern eventuell mit dem Vater und mir. Das könnte interessant werden. Damit würde ich aufpassen. Das könnte interessant werden. Ah, warte das erstmal ab, Billy. Wirklich. Ich sag vielleicht doch, ich freut der doch Vater sich auch tierisch, dass der Sohnemann eine hübsche kleine Dame nach Hause bringt. Ja, das wollen wir mal sehen. Da gibt's viele Eventualitäten. Ich will es nicht ausschließen, wollte ich damit eigentlich nur sagen. Ja. Jojo, jetzt mach dich mal locker in der Hüfte. Ja, also was vielleicht schon ginge, ist einfach so ein bisschen, na, es ist schwierig, aber vielleicht mit der Nachbarsfamilie oder so, dass da zumindest mit der Frau sich so ein bisschen anfreunden oder irgendwas anderes, irgendwie sowas in der Art, weißt du? Aber ich sah die Nachbarshündin nochmal aus gleich. Die Nachbarsfamilie? Die Nachbarshündin, sag ich doch. Ich weiß nicht. Der Cougar. Ach, stimmt. Wir haben doch da die beiden. Na, eine Opernsängerin. Opernsängerin. Die war, Billy, damit kannst du doch. An der ist was dran. Ja, an der ist was dran. Die hat einen ziemlichen Resonanzkörper. Muss ja auch. Ja, muss, ne? Ja. Na, aber da halt so ein bisschen, weißt du, irgendwie so. Könnte doch voll das seine auf seiner Linie liegen, ey. Auf seiner Linie? Hä? Ja, auf seiner Linie. Auf wessen Linie? Auf dem Vater. Achso, na warte doch erstmal mit dem Vater. Wir wissen noch gar nicht, wie der drauf ist. Nein, was ich meine, ist das einfach so nicht direkt an die Familie, sondern die Nachbarsfamilie, dass man sich da so ein bisschen ranschmeißt quasi als Erwachsener. Weil die mit Sicherheit einiges über ihre Nachbarn wissen. Klar. Und das vielleicht unauffälliger ist, als wenn man von zwei Fronten, wenn die gleichen Leute quasi, also entweder es ergibt sich halt, entweder mit der Mutter von dem Typen oder vielleicht sogar mit dem Vater, wenn ihr die mal trefft, ich weiß noch nicht mal, ob ich die zu Gesicht kriege, es kann auch sein, dass der Sohn da gar keinen Bock drauf hat. Es kann auch sein, dass das gar nicht klappt mit dem Jungen, weißt du? Ich kann mal eben noch gerade bei meinem Crew-Kontakt, na, vielleicht auch nicht, nee, lass mal. Der war ja in Offiziersklamotten nicht ohne Grund, der war ja beim Militär und wurde irgendwie rausgeschmissen. Und nur wegen Vatern hat er das dann nochmal umdrehen können. Ja, vielleicht müssen wir erstmal abwarten. Wir können ja erstmal da durch das Gebiet laufen und erstmal gucken. Und ich sag mal, das ist ja auch nicht schlimm, wenn ihr mit mir zusammen gesehen werdet, weil wir sind halt gerade erst angekommen und wir gucken uns dann halt um und schauen uns erstmal diese ganze Geschichte hier an und so weiter, ne? Das geht ja schon. Wir sollten uns nur angewöhnen, uns dann direkt mit den richtigen Namen, also mit den Sinnnamen anzusprechen, damit, falls Inga. Doch mal jemand zuhört. Na klar, Inga. Das ist doch nur mein Spitzname. Frau Gorbatschow. Das ist Fräulein, dachte ich. Ja, oh ja, Fräulein Gorbatschow. Oh Gott. Wobei es ja keine Deutschen sind.
Inguscha Maria. Inguscha Maria? So nicht! So nicht, junge Dame! Oh, schön. Rücken rein, Brust raus. Ich dachte, das heißt immer Bauch rein, Brust raus. Du hast doch gar keinen Bauch, der reingehen kann. Bist doch flatt wie eine Wems. Flach wie eine, bla, egal. Naja. Immerhin habe ich jetzt gut geübt, auf diesen scheiß Schuhen zu laufen. Ist das schrecklich. Siehst du mal, was für eine gute Lehrerin ich bin. Ja, das bist du tatsächlich. Jetzt muss ich dir nur noch Benimm beibringen. Super. Wieso musst du mir Benimm beibringen? Kann sie doch. Nicht ich, sie. Wieso muss sie mir Benimm beibringen? Weil es ihr Job ist. Außerdem, ja. Hast du dir schon mal zugehört, wenn du redest? Natürlich habe ich mir schon mal zugehört, wenn ich rede. Siehst du, also brauchst mal ein bisschen mehr Benimm. Warum? Ich rede doch mit euch. Da kann ich doch reden, wie ich will. Ach ja. Ja. Gut. Das ist schön. Das Blood, Gore and Vengeance. Das hebe ich mir für euch auf. Den ganzen Rest, den muss ich da, glaube ich, das muss ich da zu Hause lassen. Da muss ich wieder schön höflich sein mit guten Tag und guten Abend und auf Wiedersehen. Oh, es war so schön, sie kennenzulernen. Oh. Das heißt so schön guten Abend. Einen traumhaft schönen guten Tag. Einen sowas von wundervollen schönen guten Abend wünsche ich. Ich wünsche Ihnen vermutlich besten Tag, den Sie in jedem Leben jemals erleben werden, denn ich habe daran teil. Oh Gott. Danke, dass ich Ihnen den Feinstaub wegatmen darf. Ihre bloße Nähe erhebt mein Gemüt. Alter. Also so redet man mit mir eigentlich immer auf der Straße. Lassen Sie mich einen Schritt näher treten. Lassen Sie mich noch ein wenig heller in Ihrem Glanze erstrahlen. Ja. Obgleich ich nicht parasitär erscheinen möchte. Ihr holt das Auto. Ich bin ein Tumor. Du musst immer sagen, zu einer hübschen Frau musst du immer sagen, du bist so schön, ich würde dich nicht mal entfernen, wärst du eine Warze. Du bist so schön, da kann ich sogar darüber hinwegsehen, dass du so blöd bist. Irgendwie finde ich, dass dein Gesicht vor sich selbst weglaufen möchte. Pferdefresse, oder was? Bitte? Ihr holt das Auto. Ihr fahrt über die Grenze. Man findet dein Gras nicht. Was aber, also die haben schon genauer geguckt. Man merkt auch, dass sie darauf gar nicht so unheimlich viel Bock haben, gerade bei so einer Karre, aber naja. Ihr fahrt dann das Dreiviertelstündchen bis nach Selenograd und taucht dann ein in dieses gepflegte, schöne Waldgebiet. Ihr seht eine einsame Joggerin, die da gerade fürs Joggen echt ganz schön gut geschminkt, ihre Rundchen läuft und da gerade zwischendurch anhält, um sich zu dienen nochmal. Das was strahlt denn für eine Sinn? Strahlt denn eine Sinn von einem unserer Bekannten? Nö, die ist dann noch, okay. Ist noch ein bisschen weiter weg, die ist irrelevant. Bist du eigentlich Frau oder Fräulein Rottenmeier? Fräulein Rottenmeier. Oder darf ich dich sogar Friedel nennen, wenn Rotti. Wir alleine sind? Nein. Nenn mich Rotti. Rotti? Ey, Rotte! Ich bin mich gerade an dieser Seite Rotten, die es da mal gab. Die rollige Rotte. Die rattige Rotte. Was die ist doch rattig, fällt, die alle. Genau. Die zieht sich heute noch rückwärts durch die Rabatten hier. Rabatten. Die so. Und die Erwin. Genau, die und die Erwin. Genau, da muss ich doch gerade dran denken. Geil. So, okay. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor zu viel Spaß. Hey, die heißt Erwin, aber doch mit Nachnamen. Schöne Stelle. Ja. Was willst du denn mit dem Bleistift an, Spitzer? Brutsch. Du kennst so. Halt nicht. Was kann ich kenne Frank Großen nicht. So, bei der Tischrunde musst du informiert werden. Unabhängig davon. Sein. Was noch die Aale, die da sich gerade dänt. Man sieht schon, weißt du, in Moskau ist halt eigentlich so, da kommt irgend so ein Typ und das interessiert dich halt überhaupt gar nicht. Aber die ist schon interessiert, was da sich für ein Auto wagt, das sie nicht kennt, durch ihr Gebiet zu fahren. Neugier und ein wenig Verachtung für die Fremdlichkeit umspielt ihre Lippen.
Genau, dann irgendwann seht ihr auch da so ein, zwei Polizisten, die dick eingemummelt auf einer Bank sitzen und sich gerade mit jemandem unterhalten. Die sehen echt so treu, doof und freundlich aus. Das geht gar nicht. Oder beziehungsweise das wäre eigentlich der Traum, so wie die aussehen, müssten sie alle sein. Und natürlich fällt auch sofort ins Auge, dass das Führen sämtlicher Kaniden und auch aller anderen durch Exzentrik und Reichtum erworbener Tiere nur an der Leine erlaubt ist. Selbstverständlich. Mon passant, Gespiel. Auch der, an der Leine. Auch alle Lawinen, Dachse und, ja, auch Drogenspürbiber. Alle, an die Leine. Wie sieht's denn mit dem Pelz aus von Billy? Den kann muss auch an die Leine. Muss Billy ihren Pelz an die Leine nehmen? Er ist ja quasi an einer Leine, deswegen geht das. Aber Kaban ist zwar nicht hundeartig, jedoch ist das Schwein dem Tier, dem Hund ja doch in einigen so mittelmäßig ähnlich. Also an die Leine. Ah ja. Aufs Maul, wohl eher. Wie nennt ich, Moment, ich muss jetzt nochmal fragen, wie nennt man da eigentlich, ist das dann Herr Gagarin, ja, ne? Herr Gagarin, ja. Ja, genau. Herr Gagarin. Genau, und Fräulein Rottenmeier, genau, ich muss dich ja mit Nachnamen ansprechen. Ja, richtig. Natürlich muss Fräulein Gawatschow uns mit Nachnamen sprechen. Nicht ja, ich zwingend. Sage aber Ingusha Maria. Mhm. Ja, du hast ja auch eine persönliche Ingusha Beziehung. Maria und sie. Deswegen, also es wäre auch möglich gewesen, dass Jojo dich duzt. Je nachdem, welchen Status du halt hast. Die Distanz zwischen uns beiden muss gewahrt werden von deiner Seite aus. Keine emotionalen Bindungen hier, bitte. Zum Personal. Emotionen stören das Verhältnis. Gut. So ist das nun mal. Jojo erwähnt nur im Auto kurz. Naja, mein Kindermädchen durfte ich halt duzen. Ein schlechtes Kindermädchen. Sehr schlechter Einfluss auf dich. Guck's nur, wo es dich hingebracht hat, junge Dame. Ingusha Maria, benimm dich jetzt sofort. Und die Marshmallows aus der Tasche, wenn ich die Marshmallows jetzt wieder mit dir sehe. Ingusha, gib mir sofort die Marshmallows. Ja, Fräulein Rottenmeier. Niemand mag dicke Kinder. Jojo ist aus Prinzip noch ein Marshmallow, als ihr dieser Gedanke durch den Kopf geht. Moment, nein. In dem Moment, wo du es dir in den Mund steckst, kommt ihre Hand gefahren, hält sie vor dich wie eine kleine Schale und sagt, ausspucken, sofort. Ausspucken. Ingusha Maria Gorbatschow, heraus hiermit. Du weißt, dass ich dir dieses Ding jetzt ins Gesicht spucken will, oder? Ich weiß, ich will es auch. Kannst du mir es in den Mund spucken? Klar, mach auf. Jojo spuckt dir das Marshmallow in den Mund. Hast du Zitronenkaugummi dabei? Hä? Die Konsistenz, also es war schon ein Weilchen in ihrem Mund und hat sich sowohl vollgesogen als auch... Nein, es waren zwei Sekunden. Zwei Sekunden, weißt du, was da in ihrem Mund alles passiert? Also echt, so ein Marshmallow, das ist nicht lecker. Hallo? Wir teilen alles miteinander. Auch Körpersäfte, das war mir neu. Na, das ist... Eine der wenigen Formen des Körpersaftaustauschs, den die beiden betreiben. Na gut. Billy würde aber auch nur Mund-zu-Nase-Beatmen bei dir machen. Warum das? Keine Ahnung. Das überkam mich jetzt einfach so. Okay. Du möchtest lieber meinen Rotz schlürfen, ja? Ich würde ja eine Dehnung auch in deinem Analtrakt vornehmen und dann daraus meinen eigenen Speichel schlürfen. Ging das jetzt zu weit? Stell dir das nur vor und ich überlege, wie es geht. Ich überlege mir das auch gerade. Zuerst dehnen, dann reinspucken und dann trinken, ja? Ja, reingafern halt, ne? So richtig viel. Ich muss das mal auf YouTube suchen. Unbedingt. Ja. Oder auch nicht. Gut, ich muss das jetzt dringend abstellen, sonst kriege ich diese Gedanken nicht mehr aus dem Kopf, sobald wir ausgestiegen sind. Und das wäre sehr nachteilhaft. Dem ist wohl so, junge Dame. Gut, ich gehe. Wo wollt ihr denn genau hin? Genau, das ist die erste Frage. Na, es da gab es doch. Also, irgendwo gab es so einen öffentlichen Platz, das weiß ich noch. Na, und, es gab doch bestimmt einen Park.
gibt, naja, Parks sowieso und da gibt es auch Parkplätze. Das ist das Einfachste und auch Nähste. Ansonsten Theater und so ein Scheiß gibt es natürlich auch. Sollen wir vielleicht erstmal in der Überwachung beim Jungen ansetzen? Na, vielleicht gucken wir uns, wäre ich vorsichtig mit erstmal. Aber vielleicht gucken wir uns erstmal die ganze Sache an und gehen halt einfach spazieren. Wir sind im Urlaub, da kann man das auch durchaus mal tun. Man guckt sich ja gerne an, wie andere Menschen leben. Gut, dann gehen wir jetzt in der Nachbarschaft spazieren. Ausgezeichnet. Flanieren ist das richtige Wort, Kinder. Ich bleibe in der Nähe, allerdings immer schön ein, zwei Schritte dann hinter, damit und aber alles im Blick. Natürlich, alles im Griff und damit meinst du deinen Penis. Passt. Kann Billy so einen kleinen, so wie so einen Dirigentstab haben, bei dem sie dann immer die Position von Jojo, also von Ingusha Maria quasi, das immer ist zu viel. Schön korrigiert, wie das sie läuft? Das ist zu viel. Kinn anheben? Das ist zu viel. Vor allen Dingen nicht in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit zeigt man sowas nicht. Na egal, dann wird verbal die ganze Zeit deine Posture verbessert. Hm. Bis ich dir vollkommen auf die Nase gehe. Aber eher gemurmelt, glaube ich, oder? Also so direkt ist das, glaube ich, eigentlich zu viel. Das Kind benimmt sich ja. Da niemand weiß, was sie auf dich einredet, kann es sein. Und bei Zelda ist man sehr viel strenger tatsächlich, auch in der Kindeserziehung und Ausbildung, denn du bist die Elite, die zukünftige. Da kann man nichts anbrennen lassen. Das bin ich sowieso. Ich bin eine Rabutnik-Tochter, natürlich. Oh, die Elite hat null Erfolge bei der Gebräucheprobe. Sogar geätscht, null Erfolge. Verdammte Seuche. Hat er geätscht und null Erfolge. So das ist aber traurig. Darf eigentlich Etikette Jojo hat Korb? Drei Erfolge. Etikette Korb kannst du nehmen, ja. Ah, oh, ist das eigentlich eine Spezialisierung oder ist das eine Klasse? Ist eine Spezi. Ja, okay, drei, also. Bei dem Charakterblatt weiß ich das manchmal nicht so genau. Was hat Jojo? Drei Erfolge. Drei Erfolge. Und ich darf dir mit zwei Erfolgen noch hinterher. Mhm. Gut, also dir fällt natürlich sofort ins Auge, dass euer Bodyguard, Alter, also der hat einfach nicht diese stoische Mimik zum einen. Also wenn ihr da über irgendwas redet oder so, dann ist er zum Teil etwas genervt, das sieht man auch, oder auch angestrengt, das geht natürlich auch nicht. Des Weiteren, die Zackigkeit, die Zelda innewohnt, ist ihm fremd und auch außerdem lässt er zum Teil die Schultern hängen. Richterlich. Und nimmt sich wie die Axt im Walde. Das nun nicht gerade. Also er strengt sich halt wirklich an, aber der ist halt nicht er so gesegnet wie ihr mit Geld. Jojo macht eine Comlink-Verbindung zu ihm auf. Quasi subvokal. Und meint dann Kater an. Hm. Gesicht. Nee, geht nicht. Du bist nicht genervt. Du hast nicht genervt zu sein. Dieses Recht hast du nicht. Alert ist das richtige Wort, okay. Was das sein sollte. Neutraler Blick, Rücken hoch, gerade, Schultern zurück. Du gehst nicht wie ein schlaffer Sack. Du bist ein Bodyguard. Ja, das habe ich versucht. Nein, hast du nicht. So, und jetzt mach's richtig. Mann, ich bin da im Wald gewohnt. Du bist hier aber nicht im Wald. Ich sagte sie, während sie durch den Park ging. Ist trotzdem kein Wald. Ich weiß, aber es war lustig. Ein Stück Flora designt beim Menschen, um schön und bieder auszusehen, ist nicht Natur. Richtig. Und nicht Wald. Ich nehme an, ihr wollt euch auch durch den Park dann zu den tatsächlichen, zwar Mensch erhaltenen, aber schon Waldstücken auch, ne? Ja. Ja, gut. Jojo redet ein bisschen weiter auf Kavan ein, quasi so, von wegen. Ihr macht bitte beide nochmal eine Gebräucheprobe minus zwei, also Flummi und Düs. Warum das jetzt? Oh? Mach das doch bitte einfach. Minus zwei. Zwei Erfolge, beide. Gut, Kaban, du darfst nochmal mit vier würfeln. Und ein Erfolg. Immerhin. Er bessert sich. Es ist sein erster Tag, weißt du, er bessert sich. Guter Mann. Komm, fällt natürlich auf. Entschuldigung. Das sind die ganz tollen Lektionen von wegen, du bist aufmerksam, aber nicht neugierig. Das ist total witzig. Okay. Dezenter Fels in der Brandung. Und immer dran denken, wir sind die Besten der Besten der Besten. Genau. Weshalb sind wir hier? Weil wir die Besten der Besten der Besten sind, Sir.
Entschuldigung. Was hast du der Spieler da jetzt? Egal. Ihr nähert euch den ersten Häusern. Bei vielen kann man sehen, was da getrieben wird. Das ist nun mal Winter, also nicht ganz so viel, aber Leute, die halt, also A, natürlich die natürlich kleinere Belegschaft, also maximal so eine Hilfsperson da pro Haus, die irgendwas macht, oder auch Leute, die noch irgendwo hinfahren oder irgendwas, die sind alle neugierig und lächeln euch natürlich höflich und dezent zu. Versuchen ihre Neugier zu überspielen. Und dann kommt ihr halt zu eurem Haus, zumindest erstmal in die Nähe, die ja dann doch etwas besser ist. Ihr könnt auf einem kleinen Hügel davor, das ist also so bisschen hügelig, und da ist eine Parkbank, die beschmutzt ist tatsächlich, aber das ist so ein kleiner quasi Aussichtspunkt über den See, wo man über die Mauer, die ja übrigens hier Twitter, ne, wo man über die Mauer, die das Haus umgibt, sehen kann, was da so passiert, und da passiert derzeit das folgende: Nichten. Da siehst du halt einfach keinen. Ach, nochmal Link, okay. Wäre ganz praktisch. Wieder was? Ein Link. Flummi schrubbt gerade, sie will nochmal einen Link. Zum Twitter. So. Ja, dann stellt man sich vor die Bank oder daneben und wartet, weil sie ist ja dreckig, deswegen wartet man darauf, dass der Bodyguard dafür sorgt, dass sie zumindest so ist, dass man sich draufsetzen kann. Ich glaube, der Bodyguard wird das nicht verstehen. Das ist richtig. Der denkt sich, wenn sie stehen will, Alter, dann soll sie halt stehen. Kavan. Kommt übers Comlink. Bank. Was damit? Deine Aufgabe, sie sitzbar zu machen. Ah, du meinst den Fleck, okay. Ja. Die sah echt stabil aus, keine Ahnung, was sie meinte, aber der Fleck, okay. Hole ein Taschentuch davor und mach diesen Fleck weg. Sehr gut, Schweinchen. Sag mal. Ich möchte damit nur das Folgende vermitteln. Du hast echt den beschissensten Job, weil du bist echt der Typ, der jetzt die scheiß Bank sauer machen muss, damit sie ihren hochwohlgeborenen Arsch da reinsetzen kann. Weißt du, echt. Ich habe wieder einen leichten genervten Blick. Natürlich. Jojo macht jetzt das Folgende. Sie weiß nicht, ob uns da irgendjemand beobachtet oder ob da irgendjemand ist, aber sie muss ja ihre Rolle einüben. Sie wirft Kaban einen ganz dezent entschuldigenden Blick zu, schaut nochmal kurz in Richtung des Fräulein Rottenmeiers, verdreht ein wenig die Augen und setzt sich dann auf die Bank. Das habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, was die meinen. Ingusha Maria. Die Augen werden nicht gerollt. Möchtest du dich eventuell entschuldigen bei deiner... Ich hatte lediglich was im Auge. Es tut mir leid, wenn Sie das missverstanden haben, Fräulein Rottenmeier. Diese billigen Ausreden, na gut. Junge Dame, Kontenance bewahren, das ist das Zauberwort. Kontenance. Selbstverständlich, Fräulein Rottenmeier. In einem Moment der Emotion wird durch die Emotion hindurch geatmet. Immer atmen. Sorry. Ich hab gehört, und dabei noch könnt ihr nicht wehen singen. Ich hab gehört, atmen soll lebensverlängernd sein. War übrigens auch in der vierten Staffel von Coupling gerade wieder. Die vierte Staffel von Coupling ist nicht so gut wie die erste. Nee, das ist richtig, aber die vierte ist trotzdem wichtig, witzig, weil es da ums Atmen ging, wo sie alle beim Vorbereitungskurs sind. Scheiße, genau. Liebe Runde. Ja, bei dem Geburtsvorbereitungskurs. Richtig. Wir schweifen ab. Blumi. Ja, bitte. Während Billy da so auf dich einredet, ihr seid ja dem Hause so ungefähr 30. Fräulein Rottenmeier spricht auf sie ein. Während die Alte dich da zulabert, wie früher, und da war nicht alles besser, die seid ja so in 30, 40 Meter Entfernung zum Hause nun angesiedelt, und du spürst, das war vorher auch immer mal so ein bisschen aus verschiedenen Quellen, eine Präsenz hier nun mal etwas stärker, sogar dir zwei Präsenzen beim Haus, die machtvoll dein Haar erzittern, na nicht wirklich, aber zumindest deine Kopfhaut kribbeln lassen. Oha. Oha. Jojo, Also es ist diese Art von Präsenz, ja?
Ja, dann, die du jetzt nicht benannt hast, ist das, genau. Genau. Dann, oh Gott, dann muss sie ja tatsächlich mal, oh je, in die Zwischenwelt aus sehen. Körper, ja, sehen, das ist ja safe. Ja, natürlich muss sie ihn. Mach's ja nicht zum ersten Mal. Würfel mal. Billy! Was soll ich denn würfeln? Ah, scannen, oder was? Natürlich. Dir fällt auf, dass die Kameras verkabelt sind, was sicherlich keine Überraschung ist, und dass das Haus vermutlich sowas wie Wi-Fi-Tapete hat, weil einfach da sind Signale drin, die sind auch zum Teil greifbar, also der Scheiß halt der normale Kühlschrank und so ein Kack, Ice Crusher und so, also die teureren Geräte und die Putzdrohnen, aber die sind schwer erreichbar und du hast auch die Comlinks der Innewohnenden. Der Sohnematz ist da, sowie die Mutter, sowie sämtliche Nachbarn, der Vater Melnikov nicht. Und natürlich die Angestellten da. Und der Hauslehrer, es ist gerade noch Schule. Der Hauslehrer ist da. Mhm. Interessant. Mit dem könntest du vielleicht... Richtig. Der Hauslehrer, das ist richtig. Verbindung auf der pädagogischen Ebene ist sehr wichtig. Das nennt sich dann Networking. Ich bin noch nicht sicher, ob ich mich tierisch darüber freuen soll, wenn wir das machen, oder tierisch davor Angst haben soll. Ich glaube, du solltest dich davor ganz gehörig fürchten, mein Bester. Gerade du. Ich finde diese Rollenverteilung gerade unglaublich witzig. Kriegst einen Stempel. Ein Sorotti-Heft. Achso, die hat was gewürfelt, Entschuldigung. Ja, die hat einen Erfolg beim Scannen. Sehr schön. Zum einen siehst du ein bienenwabenartiges, leicht glibberiges und mit durch Wellen gedingstes, aufgescheuchtes Konstrukt, das die Mauern des Hauses perfekt umgibt, sowie die Schlüpfer deiner Unterdings. Buchse. Ja, es lässt keinen Blick auf die Innenwelt des Hauses zu und scheint von einer gewissen Festigkeit oder zumindest Zähigkeit oder wie so, halt wie Pudding oder so, der Blob scheint das zu sein. Mhm. Des Weiteren, und da ist mehr hier Weltensplitter, Stein, Geknuse drin als in dir auf jeden Fall. Und des Weiteren siehst du, da ist doch dieser wunderschöne Vorplatz, ne? Ja. Genau. Und dieser Vorplatz in der Astralwelt ist der rundlich, also halbrund. Moment, nochmal vor dem Haus meinst vor dem du Haus, den? Vor dem Haus, okay. Genau. Ist der halbrund und es ragen zwei große Beine ebenfalls so gemasert mit dicken, fetten Klauen also in Richtung des Hauses heraus, sowie zwei Arme. Das sind ziemliche stumme Dinger, also so Bernd das Brot-Dinger, die Extremitäten. Und vorne ein Kopf, der keinen Mund hat und keine Nase, versteht sich, der ist ziemlich kantig. Dafür aber irgendwie Augen, die in diesen Stein dann gehauen zu sein scheinen, aber leer sind, die Augenhöhlen. Allerdings dreht das so ganz träge erst den Kopf und dann auch den Rest des Körpers kurz in deine Richtung, beäugt dich und dreht sich dann wieder weg. Jojo winkt. Es nickt. Dabei fällt etwas Rieselstaub aus seinem Gesicht. Das ist seit langem der erste Geist, den sie sieht. Ah, ich hab was vergessen. Und zwar in den Ritzen dieser ganzen Einzelsteine, was in der echten Welt, also in der physischen Welt nicht so ist, da so grünlicher Moos oder Algen, eher Algen oder irgendwas in der Richtung ist dazwischen eingedingst. Und die Steine sehen da ein bisschen aus, als wären die auch schon langsam angegammelt. Muss sie jetzt dahin, um mit dem reden zu können? Kannst ja mal schreien, aber dann ist die Frage. Du auch in der physischen Welt. Ja, ja, eben. Solange du nicht projizierst, ist Sprechen halt Sprechen. Dann muss sie dann da rein? Nee, um mit dem zu reden? Das weiß ich, was so ein Geist hörst, weißt du das? Ja, nee, deswegen ja. Sie versucht's mal. Hallo? Also jetzt leise. An Kaba und an Denninger, die sagt Hallo, leise. Ja, wir sind ich schau mich um. Nein, nicht ihr. Dann hör auf zu reden. Nein. Wieso nicht? Alter, was ist? Was denn? Wo? Ein Magier. Oh Gott.
Kabans Hand geht Richtung Pistole und er schaut sich jetzt wirklich um. Bleib mal ruhig, Digga. Nein, an dem Haus. Hey, Kaban, vielleicht ist es ein Tier, ist es ein Tiergeist, davon hast du ja schon mal gehört, beziehungsweise hast du ja gesagt, deine Mutti ist erwacht und da sind so ein paar Spatzen, Alter, ziemlich viele und manchmal erscheinen Geister auch als viele kleine Wesen, unmittelbar in eurer Umgebung und die picken ganz schön hart auf die Körner auf dem Boden ein, Junge, die machen die echt fertig. Mhm, ich gehe etwas zu den anderen, also ich suche mir eine taktische Möglichkeit gegen diese Spatzen. Hä, was machst du denn da? Das macht Spaß. Taktische Möglichkeit gegen die Spatzen. hast du Kanone, Alter, auf jeden Fall. Wenn du ihn umbringst, Junge, dann sind die auch alle kaputt. Vielleicht, oder so, keine Ahnung. Ja, ich meine so eine taktische Position quasi, sodass ich halt eventuell den ersten Angriff von ihm überleben könnte, wenn dieser Geist mich angreift. Du bringst dich zwar noch in der Nähe der Weibchen, in die Nähe eines großen Baumes, der Schutz zu versprechen scheint. Supi. Unauffällig natürlich, so dass ich halt nicht so aussehe, als wenn ich vor dem Geist fliehen würde. Was ist jetzt eigentlich diese grüne Linie, die du da auf den Zaun gemalt hast? Das war ich. Ach so. Ich habe einfach nur rumgedudelt. Finde ich aber hübsch. Okay, also der Geist hat sie nicht gehört. Aus der Entfernung, nee. Oh Mist. Viel näher ran kann sie jetzt noch vorbei, warum nicht? Sie ist gerade echt neugierig, geht näher. Ich versuche aufzuschließen und lasse diese Spatzen nicht außer Augen. Ja, die fliegen weg, weil die an der Nähe vorbeigeht. Ingusha Maria, wo bewegst du dich gerade hin? Ich möchte nur kurz... Nichts anfassen, ich habe keine Feuchttücher mehr für deine Hände dabei. Ich bin doch keine 12. Trotzdem steckst du sie immer noch in die Nase. Ich bin keine 12 mehr. Ingusha Maria, keine Diskussion. Ja, Fräulein Rottenmeier. Nichts wird angefasst. Ist das klar? Dir fällt gerade ein, du hast doch noch diese weißen Seidenhandschuhe. Die auch wärmend sind. Naja, für Jojo. Also ich meine, komm mal her. Das würde sich doch allzu gut machen. Was denn? Nimm bitte diese mit und streife sie sich über. Sieht Jojo das gerade überhaupt? Die guckt immer noch astral. Die hat irgendeine graue, glibberige Masse in der Hand. Das sieht eklig aus, was... Sie da, also... Übers DNA kommt, zieh einfach die weißen Handschuhe jetzt an. Ich sehe aber gerade nichts. Du siehst doch... Siehst du nichts? Sie hilft dir die Handschuhe. Sie nimmt deine Hände. Menschenskinder! Immer das Gleiche mit dir. Ja, Fräulein Rottenmeier. Nicht in diesem Ton, junge Dame. Natürlich nicht, Entschuldigung. Sehr wohl, so ist es recht. Ach ja. So, jetzt darfst du gehen. Flumette, was dir auffällt, wenn du näher gehst, versperrt dir die Mauer den Blick. Du bist klein. Das ist richtig. Kaban könnte gerade so drüber linsen an der Stelle, wo der Zaun ist und Billy auch. Darum du geht's ja nicht, sie will nur gehört werden. Das ist richtig. Hallo? Also du gehst, wie nah gehst du ungefähr so an das Haus ran? Das ist ja es waren ja jetzt keine Leute zu sehen, ne? Gibt es dort irgendwas, das sie sich angucken kann? Irgendwelche immergrünen Büsche oder irgendwas, was ihr Interesse erwecken könnte? So dass sie zumindest zu Fräulein Rottenmeier dann sagen kann, dass dort hinten einer der Büsche ist, den sie noch für ihr Herbarium braucht, das sie für Biologie anlegen muss. Ach, sehr wohl, dein Herbarium. Sagen wir einfach mal, die Matrix bietet immer Ablenkung. Verstehst du, was ich meine? Herbarium. Naja, wenn du dich irgendwo hinstellst und mit dir selbst redest, denkt jeder, du machst was in der Matrix oder führst ein Gespräch mit Papa oder was weiß ich. Ja. Herbarium, nee, du, da gibt's ein bisschen Busch, aber das ist tot. Also ist Winter. Ja, haha, noch besser. Was, Buchsbaumhecken? Ich möchte nur ganz kurz telefonieren. Meine Mutter ist in der Leitung. Na dann auf. Lass sie nicht warten, deine liebe Mutter. Sie geht halt näher daran. Mhm. Und Billy liest über AR ein Buch. Gut. Kindererziehung leicht gemacht. Einfach mal in die Ecke schuppen. Die 12 Handkantenschläge, die keine Spuren hinterlassen. Wie Lovewurst gemacht hätte. So, nee. Lass einen kleinen Drachen steigen, jetzt reicht's aber. Du bist, hast da also Hallo gesagt und ja, ich schäme mich auch. Aus dem Steinzaun drückt sich quasi das Gesicht für dich, für die anderen nicht sichtbar quasi heraus und glotzt dich an.
Es ist ziemlich mimiklos. Und mit einem malmenden Geräusch, das ich nicht imitieren kann, meint es nur. Was? Entschuldigung, aber. Du bist seit langem der erste andere. Also, der erste andere Weltengänger, den ich gesehen habe. Deswegen. Krass. Warum? Du siehst. Sieht er irgendwie gelangweilt aus? Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Er sieht steinern aus. Bist du. Was? Also, warum bist du hier? Ich. Schütze. Ich beobachte. Weltenwandler gehen ein und aus und ich melde. Warum? Weil ich darum gebeten wurde. Machst du das schon lange? Er nickt. Ist das nicht gefährlich, so lange weg zu sein? Wieso? Na, weil es doch immer ein Risiko ist, wenn man trennt, was eigentlich zusammengehört. Ich bin nicht getrennt. Körper und Geist hier. Ach so, dann kommst du von hier. Nein. Und warum bist du dann hergekommen? Hast du was gesucht? Weil ich gebeten wurde. Einfach so? Weil du gebeten wurdest? Er nickt. Mich hat noch niemand gebeten. Wie ist das, wenn man gebeten wird? Also merkt man das dann sofort? Er nickt. Da habe ich ja Glück gehabt bis jetzt. Aber vielleicht ist die Verbindung auch noch zu schwach. Ist dir nicht langweilig? Schüttel den Kopf. Lange bin ich noch nicht hier. Maximal. Du hast aber gerade gesagt, du wärst lange da. 20 Sonnen vielleicht. 20 Sonnen, sind das jetzt 20 Tage oder 20 Jahre? 20 Sonnenumläufe. Ah, Jahre. Okay. Und du sitzt hier einfach nur rum und beobachtest. Er nickt. Und wer hat dich gebeten, herzukommen? Ein Weltenwandler. Aber dafür muss er doch einen guten Grund gehabt haben, oder? Also ich meine, man bittet doch nicht einfach so, das muss doch wichtig sein. Ich schütze. Wichtig. Okay, das sehe ich ein. Und wovor? Vor Weltenwandlern. Du siehst, wie dieses grüne Gewächs, das siehst du ja auch von nahen, das gräbt sich zum Teil, also jetzt gerade nicht direkt, aber schon über längere Zeit, irgendwie schon tief in den Stirnlappen. Das sieht ungesund aus. Ich sag jetzt nicht, es sieht aus wie irgendwelche Pilze, die in irgendwelchen Körpern wohnen und Leute zu Magiern machen, aber es sieht ungesund aus. Sie betrachtet das. Bist du krank? Nein. Das sieht so aus. Ich bin verbunden mit dieser Erde und meine Brüder wittern. Er dreht seinen Kopf in Richtung des Gewässers. Da. Ist das unangenehm? Er liegt sehr. Oh nein. Wo ist das denn? Wo sind die denn? Also wo kann man das denn finden? Kann man das sehen? Er nickt. Lässt du eigentlich niemanden in das Haus hier rein? Ich lasse jeden in das Haus. Ich melde die Wandler. Und was ist, wenn man in das Haus möchte, ohne dass du das sagst? Also. Ich lasse jeden in das Haus. Okay. Und melde. Wo sind denn? Warum kümmert sich eigentlich derjenige, der dich gerufen hat, nicht um diese Steine? Also um nicht Steine, aber um diese. Und deine Brüder. Hochmut. Vergessen. Sind die im See? Manche. Moment, wie viele sind das denn? Geister und Mengen, das klingt gut. Na, Jojo weiß das doch nicht. Das ist der erste Geist, mit dem sie wirklich redet. Ja, ja.
Deswegen stell dir doch so viele blöde Fragen. Hättest du mal das Ouija-Board mitgemacht, wo ich es gesagt habe. Da hat er recht. Ja. Eine Handschaufel Kiesel. Ein Schlundgeröll. Moment, du hast große Hände. Er nickt. Und einen großen Mund. Jojo guckt zu ihm, Jojo guckt zu diesem See. Der vereist ist. Ja. Was würdest du sagen, wenn ich dir bei deinem kleinen Problem helfe? Danke. Das war klar. Natürlich war das klar. Der hat voll Anstand, wo war denn das klar? Das ist voll der Liebe, ey. Natürlich ist der voll lieb, ich mag den auch. Nimm den mit. Das kann ich nicht. Doch, du hast eine Tasche. Aber an der Leine. an der Leine, genau. Kein Kanide. Das stimmt. Du musst ihn quasi verbannen und ihn dann zu binden. Dann kannst du ihn mitnehmen. Mit deinem einen Würfel, den du hast. Mach mal. Nee, besser nicht. Pass mal auf. Ich guck mal, ob ich dir helfen kann, ja? Er nickt. Kannst du mir dafür einen Gefallen tun? Was? Naja. Also, niemandem sagen, dass ich hier bin, selbst wenn ich in das Haus reingehe? Wenn du meine Brüder befreist, werde ich das tun. Oh yes. Sehr nice. Okay, erkenne ich die Doch denn? Doch wenn du die Fleischlinge verletzt oder verängstigt, werde ich eingreifen. Oh Gott, nein. Gut. Die sind so weich. Erkenne ich deine Brüder denn? Also ohne Probleme? Okay. Gut, ich guck mal, was ich machen kann. Ja, er zieht sich geräuschvoll wieder zurück. Dys und Kaban, Sie hat leise geredet, ne? Also davon mal abgesehen, gerade wenn sie davon mal abgesehen, dass sie leise das beste Gespräch mit Mutti geführt hat, das ihr je gehört habt. Einer der Steine fällt aus dem Zaun auf den Boden. Huch. Geröll! Ist das einer von den Steinen? Nein. Okay, Mist, das war auch zu einfach. War das eine Gefahr für meine Zielperson? Jojo geht zurück zu den anderen. Nein. Sag doch noch irgendwie etwas lauter. Ja, Mama, natürlich. Ja, ich werde selbstverständlich schöne Grüße an das Fräulein Rottenmeier ausrichten. Sehr recht, Grüße zurück. Viele Grüße zurück, Mutti. Frau Mutter, du bist bei Säder, da ist Zucht und Ordnung. Recht hat er. Frau Mutter ist zu übertrieben. Nein, ist es nicht. Niemand grüßt den Leibwächter. Ja, Jojo geht zurück und meint dann halt übers DNI zu den anderen. Wir werden sehr viel Spaß bekommen. Inwiefern? Na, sind wir aufgeflogen? Nein, wir sind nicht aufgeflogen, aber eine andere Magier bewacht quasi das Haus und wir... Also, oder ich vielmehr, oder wir müssen, also der ist sehr irgendwie, scheint sehr, sehr, sehr erdverbunden zu sein. Also ich glaube, also so funktioniert das bei dem. Und irgendwie scheint er an, also sein Körper scheinen Steine zu sein hier. Also er hat sich hier offensichtlich einen Körper gesucht. Ich glaube, das scheint irgendwann zu gehen. Also ich wusste nicht, dass das geht, aber es scheint zu gehen. Und die sind aber gerade dabei, irgendwie ziemlich zuzudingsen. Also, weiß ich nicht, die sind voller Pflanzen und so. Und der will die sauber haben. Und wenn die sauber sind, dann lässt er mich halt rein, ohne mich zu melden. Es klingt absolut abstrus für mich. Warum? Ja. Ja, warum? Inwiefern verstehst du Herbs? Ja, siehst du, aber so ähnlich ist das halt. Erbs möchte halt auch fressen. Erbs kocht gerne. Ja, Erbs kocht gerne. So. Der macht sich nützlich. Siehst du? Und er möchte halt einfach, dass sein Körper wieder mal gereinigt wird. Das kann er offensichtlich nicht selbst tun und das tut sonst keiner. Das ist doch ein Magier, hast du gesagt. Ja, und? Soll er sich doch mal einen Schwamm in die Hand nehmen? Kann er aber nicht. Ich glaube, ihre Magier waren
was wie Herbs wäre theoretisch auch ein Magier, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Herbs ist kein Magier. Diese Diskussion, Entschuldigung, Fräulein Rottmeier, aber ich glaube, das sollte jetzt nicht Thema unserer Diskussion sein. Sie sollen auch nicht immer widersprechen. Immer diese Widerworte. Vielleicht gehen wir einfach mal zum See runter? Ja, wir gehen jetzt zum See, sehr recht. Nicht ins Gesicht fassen mit den Handschuhen. Verzeihung, Fräulein Rottenmeier. Sehr recht. Natürlich nicht. Etwas sehr der recht. Dezenten Schminke klebt am Handschuh. Das wird nachher ausgebessert. Geil. Ja. Geht runter zum See. Was sehen wir? Das ist so ein See. Ja, Jojo sucht nach den Steinen. Sie hat die Sicht noch nicht gewechselt. Alter Falter, die hat die Sicht nicht gewechselt? Nein. Ausgezeichnet. Ich erwünsche von dir eine Intuition und Erkennenprobe -2. Oh, shit. Ich habe 2 Erfolge mit 3 Würfeln. Nicht schlecht. Das ist richtig gut heute. Warum würfelt denn hier heute gut? Ich habe mich drauf verlassen. Wer würfelt denn hier gut? Sie, habe ich gesagt. Ich auch. Ausnahmsweise, jetzt gönnt mir das doch mal. So, was wollte ich genau? Da ist ein... Das hätte ich mir vorher ausdenken können. Genau, da ist so ein kleiner so ein AR-Teil, das dann halt ein Täfelchen projiziert, wo man nachlesen kann, irgendwelche tollen Sachen, irgendwelche Viecher, die da leben und irgendwelche Pflanzen, die da heimischen, so ein Scheiß halt, der keinen interessiert. Und Jojo stolpert gerade noch so nicht darüber, weil das halt sich ziemlich gut in den geteerten Boden einfügt, weil ja alles irgendwie eine graue, glibberige Masse ist. Aber es war ganz schön knapp, mit Astral sich die ganze Zeit zu laufen. Sehr dumme Idee. Ja. Aber sie sucht ja nach den Steinen und hofft, dass die anderen aufpassen. Mhm. Da hat sie auch gerade nicht drüber nachgedacht. Ich hätte mich so gefreut, wenn du mit deinen teuren Klamotten in den Dreck geflogen wärst, Junge. Ich wäre auf den gefrorenen Boden gefallen. Da ist nicht viel mit Dreck. An einem Seeufer? Nein, der ich hätte mir Dreck ausgedacht. Ich hätte mir den Herwall kürt. Das ist mir egal. Aber mit 2 Erfolgen kann ich das ja leider nicht machen. Also, da ist eine kleine Wiese, wo man und ein Pavillon aus bestem Holz, derzeit aber abgedeckt gegen die Witterung, auch mit irgendwelchem Scheiß da, mit irgendwelcher Heizdecke und so. Das sind einfach Sachen, die man so, also, weißt du, Billy, die gute alte Zeit, wo man noch da hingehen konnte, und da wurde sogar der Pavillon vor der Witterung geschützt. Es ist nicht mal irgendwie dein Klo vor Kabern geschützt. Das ist echt schlimme Zeiten jetzt. Genau. Ansonsten schön, ist da, schön ist war da nicht Sand. Viel. Da sind ein paar Blumenbeete, die jetzt aber auch halt eher nicht so toll aussehen. Jojo sucht nach den Steinen. Zugefrorener See, gut. Du findest nach einiger Zeit ein paar Steine, die, wo du einfach merkst, dass das die Steine sind, von denen er gesprochen haben muss. Die sind nicht besonders geformt, die sind nicht besonders groß, die sind nicht besonders klein, die sind unterschiedlich. Es sind nicht nur Kiesel, sondern es sind einfach, weißt du, für ihn sind Kiesel vielleicht echt was anderes, weil du hast so faustgroße Brocken, die da zum Teil irgendwo rumliegen und Mann, manche sind so von Moosen überwuchert, andere sind von Moosen überwuchert und ein paar sind offensichtlich im See unter dieser Eisdecke. Sagen wir mal so 5 sind im See. Aber im Uferbereich im See. 1 Meter Uferbereich. Du möchtest mir also sagen, dass der See bis dahin komplett durchgefroren ist, weil es schon sehr lange sehr kalt ist. Nun, irgendjemand schrob in einem Text, es wäre der kälteste und trockenste Winter seit Jahren. Ich glaube, das warst du. Ja, zugefroren. Du bist ein Arschkind, dass du sowas immer gegen mich verwendest. Nein, der ist nicht ich durchgefroren, meine... aber die oberen paar Zentimeter auf jeden Fall. Das ist, wenn es schon monatelang echt friert, dann nicht, aber es ist egal. Eine warme Quelle wird von diesem See gespeist, umgekehrt. Da sind auch Paviane drin, ne? die baden genau. Da drin. Und Krokodiere. Ich versuche, meine Welt lebendig zu gestalten, indem ich sowas einbaue und der Spielleiter verwendet es sofort gegen mich. Spielleiter, denkt daran, was du dir für eine Mühe gegeben hast und greift es auf. Du magst doch Herausforderungen. Es ist halt dicht und gib dann. Weißt du, anstatt dass sie sagt, boah, der Spielleiter ist so geil, der Geist, weißt du, der macht mich nicht einfach nur kaputt, der sagt, du kannst was machen und dann so mal browsen. Nee, die sagt, das hätte ich im Nachhinein gesagt. Achso, okay. Erstmal das meckern. Sehr gut. Hab Deutsch. Ich das aber nicht gehört. Natürlich Deutsch. Also, das ist die Sachlage.
Brennend heißer Wüstensand. Jojo guckt. Wie kriegen wir denn das Eis jetzt hier aufgetaut? Mit einem großen Föhn. Wieso willst du das Eis auftauen? Jojo guckt sich um, ob hier irgendwer ist. Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nope. Gut. Aber ja, Kaban, da sind wieder diese Vögel. Sondern wieder die. Das sind auf jeden Fall die gleichen wie gerade eben. Na, um an die Spatzen ran zu. Sag ich auch schon Spatzen. Um an die Steine ranzukommen. Ja, sollten wir nicht aufpassen wegen dem Geist? Hä, ja. Nee, der will das doch. Kurz. Okay, gut. Wo guckst du eigentlich die ganze voll, Zeit falsch, hin? Ich hab in die voll falsche Richtung geguckt, wo gemerkt. Du guckst mal bitte alle Wahrnehmungen minus Benny minus 3, Jojo minus 2, Daddy minus 1. Wahrnehmung. Ah ne, warte mal, Jojo guckt immer noch astral, Jojo ist raus. Ja, auf Sicht, Jojo ja, ist ne? Nicht raus, die kann astral machen ohne Abzüge. Ja, ja, auf Sicht. Was? Was kann ich astral? Scannen ohne Abzüge. Scheiße. Zwei Erfolge. Scheiße. Billy hat zwei Erfolge. Scheiße. Ohne hatte ich gesagt, hast du gesagt, oder was? Was? Ohne, du minus hast, eins hast du. Du hast minus eins, genau. Vier Erfolge. Der ist mit Perception, ist der Macke, Alter. Ja, das ist unser Adlerauge. Nicht nur mit Perception, mit Willenskraft vor allen Dingen, das weiß ich noch. Mit den Rabbits meinst du? Yes! Also. Kaban ist der Einzige, wenigstens was. Kaban, die Spatzen, ne? Die Jojo fragt jetzt gerade, was eigentlich mit den Spatzen ist, was du da für ein Problem hast. Aber du bemerkst, dass zwei von denen, die Kopfform ist minimal anders. Und du kennst dich damit nicht aus, aber man hat ja schon mal von Biodrohnen gehört. Und die zwei verhalten sich auch ein bisschen anders als die anderen. Die sind nicht ganz so... Die geben sich nicht Zoologie einfach so ihren habe. Tierischen... Ach, du hast Zoologie. Na, Juti, dann wird das wahrscheinlich noch. Sehr auffällig sein, dass das nicht dieselbe Gattung, beziehungsweise... Das ist dieselbe Gattung. Das sind erstmal Spatzen. Die Kopfform ist nur anders, von wegen, da ist vielleicht noch was drin. Und die verhalten sich halt anders, nämlich nicht ganz so intuitiv, sondern die gucken auch mal länger in eine Richtung, ohne zu picken und so. Und wenn die losfliegen, dann fliegen auch die anderen los. Und Billy hat das nicht gekriegt. Nee, hat sie nicht. Weil die noch nicht mit der Matrix kommunizieren. Fuck yeah. Wir werden auf jeden Fall von den Spatzen beobachtet. Sag ich über DNI. Dann sollten wir mal besser aufpassen. Zoologie sagt ja auch, dass Spatzen jetzt nicht die allerbesten Ohren haben, aber immerhin. Vor allem, weil da so viele Nebengeräusche immer sind von den anderen. Ja, aber wenn Viechern. Da was drin ist, könnte da durchaus einiges drin sein. Ja, aber was hast du denn? Du hast nur Zoologie, ne? Das kannst du mal minus 3 werfen. Mit das Logik. Geht auf Logik, ne? In dem Fall schon. Eigentlich eh egal, weil du eh alles drei hast an geistigen Attributen. Da hat er dann nochmal zwei Erfolge. In Tiere geht da nicht so wahnsinnig viel Cyberware rein und umso kleiner das Tier, umso schlimmer wird's und sonst wären die echt ungefügig und gerade wenn die noch ein bisschen allein operieren sollen, dann mit verbesserter Wahrnehmung ist da nicht so viel bei den Viechern. Maximal sowas wie so eine Art Minimalpilot. Der dann halt sagt, okay, fliegt da in dem Umkreis, wenn dann so ein Minispeicher, wenn neue Menschen, bleibt ein bisschen in der Nähe, hör das ab, guck dir das an, dann fliegt zurück zu Punkt A, übermittelt die Daten und fliegt weiter. Verstehst du? Die haben jetzt auch keine eingebauten Granaten tatsächlich oder sowas, das kannst du dir nicht vorstellen. Nee. Langweilig. Dabei hätte ich die so gerne eingepackt. Ja, also, ich sag denen halt so, ja, wir werden eventuell überwacht von den Viechern und. Müssen halt vorsichtig sein. Okay, dann spielen wir jetzt ein bisschen mit. Ja. Der Jojo zeigt irgendwie über diesen See und meint nur in Richtung Billy. Und dafür sind wir jetzt tatsächlich hierher gefahren. Ich dachte, wenn wir schon nach Moskau fahren, dann wenigstens in die Innenstadt mal. Können wir da vielleicht mal hin? Junge Dame. Die Schönheit der Natur ist noch hier erhalten. Sie sollten sich dessen mal bewusst werden. Und deswegen sind wir hier nicht für ihre Larifari-Spielchen in der Großstadt und Shopping gehen und so weiter und so fort. Nein, wir sind hier, um etwas zu lernen, der Natur getreu nachzugehen und einmal auf den Spuren zu wandern ohne Matrix und dergleichen.
damit sie mal etwas, sagen wir es mal in ihrem Slang, wie sie das so gerne sagen, rebasen, ja, dafür sind wir hier, nicht zum Shopping. Ja, aber das hätten wir doch auch in der Nähe bitte haben können. Also warum sind wir dann extra nach Moskau gefahren? Ich meine, wenn wir schon hier hinfahren, ja, das mit in der Tour, das sehe ich ja alles ein, aber dann könnten wir doch wenigstens ein bisschen Kultur in der Kultur. Stadt. Also das ist ja nun auch in der Stadt, nicht wahr? Kultur in Moskau, junge Dame. Ja. Ist nicht mehr wirklich existent. Es gibt sehr viele kriminelle Organisationen in den Außengefilden von Moskau selbst. Es gibt in der Innenstadt Hipster, die nun wirklich kein Umgangston für eine junge Ingushka Maria Gorbatschow sind. Und sie sollten sich mal lieber auf die etwas mehr sinnigen Töne der Natur einstellen. Lassen Sie sich doch mal darauf ein, Ingushka. Atmen Sie doch mal durch. Wo bekommen Sie denn in Moskau noch solche Luft? Ja? Ist auch gut gegen Apes, die Natur, ne? Wie die zuckt gerade leichtes rechte Augenlid. Ich wollte gerade noch in die News reingucken. Und außerdem ist es eine sehr gute Methode, sie mal etwas von diesen schlechten Umgängen herauszuführen. Sie mal etwas wieder besinnen zu lassen auf die wirklichen Werte, die sie total vergessen haben. Und wieso bist du gerade in der Badewanne? Was? Nee, ich habe mein Telefon gerade nur wieder angeschaltet. Also swipe. Ich dachte aber auch, ob du gerade echt pissen warst oder so. Moment, nee, ich bin jetzt pissen. Das ist einfach nur, wenn ich swipe. Warte mal, jetzt kann ich es euch vorführen. Ja, das hört sich an wie Wasser. Es ist auch, wenn du das... Kaban weiß es, also hier, der weiß es. S4 halt. Genau. Anyways, was ich sagen wollte, es ist richtig schwer, dir gutes Deutsch beizubringen. Da muss man gegenarbeiten. Und das ist schwer und schwer. Nee, nicht gib mal, sondern gimmer. Gimmer eine Wurst. Wie heißt das? Wie heißt das? Könnte ich noch etwas Wurst bekommen? Wie heißt das? Gimmer Wurst. Da muss man gegenarbeiten. Und Entschuldigung. Einmal ein halbes Horn. Einmal zwei halbe Horn. Entschuldigung. Sascha, weißt du noch, wie furchtbar das war, als wir die ganze Zeit irgendwelche Mark-Uwe-Kling-Anspielungen gemacht haben? Es wird jetzt nochmal ganz schlimm die nächsten Monate bestimmt mit Frank Gosen. Ich kann mir das schon vorstellen. Kannst du dir auch mal anhören? Nee, es war halt nur krass. Irgendwie hat's gepasst. Schön. Ich find's witzig. Mir ist ja eh egal, was der Alex zu Hause macht. Nicht masturbieren. Also, ja, das hat jetzt Frau hier, wie heißt ich gleich wieder? Rottenmeier. Genau, Fräulein Rottenmeier. Hat das gesagt, hier hätte der Troll wieder so gut gepasst, ne? Troll-Trenny. Ja. die Vögel fliegen übrigens weg. Weit. Oh, wo fliegen die hin? Die fliegen... Sag mal. Ja. Nee? Quasi entgegengesetzte Richtung vom See, von da, wo ihr jetzt seid. Und sind ins halt Wald und du sitzt ja nicht mehr. Sehr verehrter Spielleiter, ich wundere mich dennoch ein wenig über Ihre Aussage, dass ich diese Vögel nicht wahrgenommen habe. Denn im Prinzip ist Matrix und Wi-Fi immer an. Nein. Doch, 2080 ist nur noch Wi-Fi am Wackeln. Ja, das ist mir ja klar. Aber wenn die Viecher gerade, ich meine, die Viecher sind ja so gedacht, dass du nicht bemerkst. Das wäre sonst echt witzlos. Mit anderen Worten, die machen den Wi-Fi an, wenn sie an ihrem Stützpunkt sind und die Daten abliefern. Dann können die Daten nämlich auch nicht abgefangen werden und dann kannst du die Vögel nicht fernsteuern, weil es echt kacke wäre. Also ich meine, okay. Du hast ja auch nicht immer alle Drohnen auf Wi-Fi, wenn die eine autonome Aufgabe haben. Sowas wie Töte Shadowrunner. Wenn der Auto gut genug ist, ja. Also ich schon. Ich töte ja auch laufend Shadowrunner. Ich wanna be a runner. You gotta be. Yes. Taking is so easy, but that's the way. Na, gut, dass du den weiteren Text kennst. Ich ja, auch nur die eine Zeile. Spice Girls, entschuldige bitte, die muss man kennen. Vor meiner Zeit, tut mir leid. Ja, stimmt, du bist zu jung dafür. Gut, also die Viecher sind weg. Ihr könnt wieder Abbruch jetzt hier, bitte. I wanna. Ist die Frage, was passiert, wenn man die Steine mitnimmt? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Wo willst du denn mit hinnehmen? Na, zum Saubermachen halt. 7 davon sind am Ufer und wie gesagt, manche davon sind faustgroß, so 2 Stück.
Manche sind auch nur Fingerkuppen groß, kleine Fingerkuppen groß. 3 Stück. Allerdings also, solltest du sie wahrscheinlich nicht entfernen, wenn der Geist sie in seiner Nähe haben möchte. Das ist richtig. Ich glaube das auch. Ich halte das nur für sehr schwierig, hier Steine zu putzen. Hat jemand von euch eine Bürste mit? Eine Zahnbürste? Ich habe eine Schuhputzbürste, eine kleine. Das hilft doch schon mal. Einen Kamm hat er nicht. Na, ja, und? Reicht auch für Steine. Hat jemand von euch eine kleine Flasche Wasser oder sowas mit? Da ist Eis überall. Ja, das ist aber gefroren. Ja, das kann man in die Hand nehmen und aufwärmen, dann ist es wieder Wasser. Ja, aber es ist einfacher, wenn ich das mit Wasser begieße. Das ist weniger Zeit. Du hast doch eine kleine Flasche Wasser mit. Das ist gut. Natürlich hast du eine kleine Flasche Wasser. Jojo guckt sich um, ob irgendjemand ist oder irgendwer etwas sieht. Sie zieht doch vorher die Handschuhe aus. Dann macht doch bitte alle nochmal Wahrnehmung, ohne alles. Also, bis schon. Sie hat doch jetzt die Sicht gewechselt, nachdem sie weiß, welche Steine das sind. Sehr gut. Du fühlst es jetzt auch noch nachpulsieren. Untenrum. Oh. Ein Erfolg bei Kaba, ne? Flummi Tier 1. Erfolg bei Flummi. Flummi 1. Ja. Und Düse hat 2. Nö, da ist niemand. Shit. Die einzige Person, die ihr seht, ist auf der gegenüberliegenden Seeseite. Und ob die euch sieht, ist echt fraglich. Die erkennst du auch nur mit Sichtvergrößerung so halbwegs. Ach, übrigens ist die Eisangeln. Na, Jojo kann aber sich auch hinhocken und mit der Bürste, selbst wenn, da kann sie auch zumindest so tun, als ob sie ihren Schuh sauber macht. 7-mal. Was? 7-mal 5 Minuten lang. Die muss ja nicht jetzt alles tun, sofort aber machen. Mein Gott, bloß, ich fand's witzig. Fräulein Rottenmeier, wie war das nochmal? Ein Hasenohren? Ist so schwierig. Schieß ein Tor, hast du vergessen. Das war extra. Jojo beginnt zumindest damit. Okay. Der Stein wird ein bisschen wärmer, wenn du dann damit fertig bist. Okay. Also bei einem Stein damit fertig bist. Wie lange dauert das ungefähr? 2 Minuten. Schon fast ein bisschen anstrengend. Vielleicht müssen wir das später nochmal machen, wenn hier weniger Leute. Und im Moment ist keiner unterwegs, oder? Ich sehe niemanden. Dito. Aber ich traue dem Frieden nicht. Es ist so gut, wenn man euch würfeln lässt, dann traut ihr immer sofort nicht. Das macht so viel Spaß. Kaban, magst du dich, also magst du dich ein bisschen anders, das ist jetzt alles über das DNI, ne? Ja, ja, magst du dich ein bisschen anders hinstellen, damit der Typ da vorne nicht irgendwie blöde gucken kann? Selbstverständlich. Der guckt von Natur aus blöde. Aber in der Sichtvergrößerung, dass der Typ in sein Eisloch starrt. Aber ja, du positionierst dich so, dass er nicht sehen könnte, wenn er aufschaute. Jojo macht jetzt weiter und ihr guckt euch bitte um, ob irgendwer da ist oder was sieht oder so. Ich gucke, ob jemand guckt. Sehr gut. Du machst weiter. Als du dann den Stein übrigens zu Boden legst, rollt er noch minimal weiter nach rechts, sodass er nicht mehr vom Schatten einer Pflanze quasi verdeckt wird. Okay. Wenn man sich richtig schön sonnen kann, wie so ein Lurch. Gut. Also Jojo macht jetzt weiter, so lange wie sie kann. Meinte übrigens Amphibie. Ja, du machst weiter. Die 7 Steine am Ufer kannst du schon machen. Okay, so, wie tief unter Wasser sind diese anderen Scheißsteine da? Beziehungsweise könnte man einbrechen, wenn man auf diesen See drauf geht? Das sind beides Dinge, die du nicht weißt. Sprichst du mit uns über das, was du vorhast eigentlich? Noch nicht, aber das wird sie jetzt tun. Wenn sie sich der Kante nähert, werde ich dich aufhalten. Das ist schließlich mein Job. Oh mein Gott, sie ertrinkt im knöcheltiefen Wasser. Möglicherweise. Verbrennungen durch Eisschaden am Fuß, unbezahlbar. Sie wollte doch Knöchelmodel werden. Hallo, der Vater bringt mich um dann. Aber irgendwie, wartet mal. Jojo läuft einfach auf dieses Eis drauf. Was hast du denn vor? Na, die Steine. Das hält dich. Scheiße. Inguscha Maria, kommen Sie sofort von dem Eis herunter. Ich wollte doch nur mal sehen, ob es mich trägt. Sie wollten nur wieder meinen Herzschlag erhöhen. Sie wissen genau, das bekommt mir nicht. Ein Gräuel mit Ihnen, ein Gräuel.
Natürlich, Fräulein Rottenmeier. Vielleicht, Vielleicht, was? Einen Satz draus machen, bitte. Ja. Ein Prädikat-Objekt. Vielleicht wäre der Herr Gagarin so nett, die Stabilität des Eises vorzutesten. Das fragen Sie ihn am besten selbst, den jungen Herrn. Herr Gagarin, haben Sie das Wort an sich gerichtet vernommen? Aber selbstverständlich. Die Sicherheit des Eises überprüfen. Sehr wohl, Herr. Also wenn passen du so einen, Sie auf. Wenn du so einen halben Fuß drauf setzt, dich hält das auf jeden Fall nicht aus. Ich meine, du bist ja voll verchromt, Junge. Mhm. Das ist voll gut. Komm, Sebastian, ich muss an diese Steine rankommen und das Eis ist mir im Weg. Du musst einbrechen, Karwan. Flummi, die Steine sind im Abstand von jeweils einem Meter. Und wie gesagt, bis zu einem Meter drin. Hey, du. Jo, na, jo. Ja? Du hattest doch das letzte Mal im Treppenhaus, bist du nicht die Treppen gelaufen, sondern da bist du anderweitig hochgekommen. Wo ich noch so geflucht habe wegen dir. Ja, ich weiß. Ich weiß aber nicht, ob das damit geht oder ob das der Typ merkt, der ihn gerufen hat. Ich dachte, der Typ ist da selbst auf sein eigenes... Nein, er wurde gebeten, von jemand anderem zu kommen und ihm zu helfen. Okay, warum sollte der das an den Spitz bekommen? Na, weiß ich ja nicht. Du ich verstehe das ja dich auch, nicht. Na, du kriegst das ja auch oft spitz. Was? Wenn du jemanden bittest, dir zu helfen und da irgendwas ist. Das kriegst du ja auch oft mit. Das kann man jetzt so nicht sagen. Nicht? Es kommt drauf an. Also du hast immer mitbekommen, wenn sie Aua-Aua bekommen haben oder wenn sie erfolgreich waren oder nicht erfolgreich waren. Richtig. Oder was sie sonst so gemacht haben in ihrer Freizeit. Oder wenn ich drauf Wert gelegt habe, dass quasi ein Dienst dafür draufgegangen ist. Dass ich ja, oder wenn sie dir halt irgendwas erzählen wollten, aber so ja. Hast du eigentlich nichts mitbekommen. Und das, ihr seid ja quasi das Gleiche, ne? Ja, das ist jetzt klar, absolut. Wir sind ja dasselbe und das Gleiche im selben Moment. Du hast nichts davon mitgekriegt? Nein. Dann also ich weiß jedenfalls nicht, dass ich davon was mitgekriegt habe. Na, dann müsste es gehen. Kaban, kannst du irgendwie mal kurz ein bisschen einbrechen? Ja, vorsichtig. Und dann sage ich laut, Frau Gorbatschow, kommen Sie bitte vom Eis und dann gehe ich halt näher ran, knack, knack. Kommen Sie bitte da runter, das Eis ist nicht sicher, ich gehe noch ein bisschen weiter. Hilf mal bitte, Konsti. Bin ich eigentlich der Einzige, der unter Knack-Knack was anderes versteht? Nein. Als du das gesagt hast, nicht mehr. Was war deine Frage, Daddy? Modifiziert ja bestimmt, oder? Ja, aber Panzerung. Nicht mal die interne? Na, die interne, aber halt nicht deine angezogene. Gut. Die kleine blöde Schlampe von Hochwohlgeboren vier Erfolge. Zwingt dich dazu, auf einen zugefrorenen See bei läppischen minus 14 Grad Außentemperatur zu steigen. Na klar, Alter, immerhin kriegst du eine Karre dafür, Bro. Na klar brichst du einmal, das ist so unvorstellbar kalt. Ich meine, da passiert dir jetzt nichts, du kannst dich dann wieder rauswuchten und so, aber echt... Scheiße, das tut echt super weh. Die Beine müssen irgendwann, oder die Zehen vor allem, müssen irgendwann dann doch mal erhitzt werden, weil Junge, die sind nicht dafür gemacht. Die Schuhe sind natürlich jetzt auch durchtränkt und alles. Das ist echt nicht Jojo geil. Jojo bemüht das waren sich jetzt. Echt total Halbschuhe und so. Jojo Schön. Bemüht sich jetzt, die Steine da rauszukriegen. Willst du die jetzt rauslevitieren oder was? Ja, entweder levitieren oder mit dem Zauberfinger rausholen, ja. Können wir bitte ins Auto? Ich muss die Klamotten wechseln, sonst. Ja, werde geht ich schon krank. Mal vor. Herr Gagarin, möchten Sie vielleicht zum nächsten Haus mit mir kommen, um nach einem Handtuch zu fragen, um ihre körpereigenen zu trocknen? Der Scheiß. Ich kann doch die Zielperson hier nicht alleine lassen. Doch. Doch, für den Moment können wir sie alleine lassen. Kommt übers DNI. Ja, okay. Ich gehe dann quasi zu dir und lasse mir von dir helfen, quasi. Genau. Flobi, mach mal einen Nebeneffekt, bitte. Ja. Die Eisschollen, die da sind, bewegen sich auf etwas
unnatürliche Art und Weise quasi geben sie einen Korridor frei, der diesen Stein erlaubt, quasi das Wasser zu passieren. Also es sieht so ein bisschen so aus, als würde das geordnet zur Seite schwimmen und einen geordneten Korridor geben, quasi. Okay, und dazu kannst man noch würfeln. Das ist ja, das wollte ich jetzt tun. Okay, du musst dann natürlich immer würmelnd mit deinen Zauberfingern jeden Stein einzeln suchen und dann rausgrapschen und dann vermutlich erstmal irgendwo am Ufer beiseite legen, denn es ziemt sich tatsächlich nicht, wenn jetzt die Zielperson alleine gelassen wird und während Fräulein Rottenmeier den guten alten Typ, den Mikael stützt und zum nächsten Hause führt, kannst du dann mal schnell nachgucken, nachdem du das gemacht hast. Da sind sie noch nicht ganz da. Sieht was kann aus. Ich? Na, du nachkommen. Kannst sie dann nachkommen, genau. Ja, das macht sie. Also sie guckt, dass sie sauber ist, aber... Das nächstliegende Haus wäre euer Zielhaus. Ist das die Intention, ja? Warum ganz nicht? Zufällig. Ich frage nur, hätte ja auch sein können, ihr sagt, nee, lieber erstmal nicht. Das wäre jetzt mal ein erster Aufschlagspunkt. Gut. Jojo sagt, ihr wisst, dass ich nicht in das Haus rein kann, ne? Ohne ja, dass ja, der ja, Magier ja, das checkt. Wir brauchen ja nur ein Handtuch. Du wartest schön... Ja. Unser lieber Kaban soll einfach nur rein und soll ein Handtuch bekommen oder überreicht bekommen vielleicht. Das wäre ja schon genug. Klingelt. Wir klingeln. Gut. Wenig später kommt der Troll vom hinter dem Haus vorgelatscht und eröffnet die Tür. Guten Tag. Entschuldigen Sie, der Herr, es tut mir Guten leid, Tag. Dass ich Ihre Privatsphäre eindringe, aber unserem sehr verehrten Herrn Gagarin hier ist ein kleines Malheur an dem See passiert und wir würden gerne fragen, ob Sie eventuell ein Handtuch zu entbehren hätten. Wir würden es natürlich auch umgehend wieder zurückbringen, nach einer entsprechenden Reinigung ausgesprochen natürlich. Könnten wir Sie mit einer derartigen Frage bedrängen? Oh, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Friedel Rottenmeier. Sehr angenehm und Sie sind... Der Herr, Gagarin, oh, das sieht aber nicht gut aus. Am See gewesen, was? Oh, Entschuldigung. Die Herrschaft ist gerade beschäftigt. Ich bin mal so frei. Kommen Sie doch bitte mit. Herr Gagarin, Dankeschön. Bitte folgen Sie dem Herrn, doch dem freundlichen Herrn. Vielen Dank im Namen auch von mir. Ist kein Problem. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen kann, natürlich. Dankeschön. Geht er mit dir hinter das Haus zu so einem Schuppen? Mustert dich kurz, zieht dann die Tür zu. Sucht irgendwie nach einem Föhn, oder nee, das ist dumm, nach irgendeinem Erwärmungsgerät, was er da hat. Und Heizstrahler? Heizstrahler klingt nicht dumm. Wenn die mal wieder Wintergrillen machen wollen, dieses exzentrische Volk. Und Heizstrahler und halt ein Handtuch natürlich auch. Ist jetzt nicht das Sauberste, aber ist ein Handtuch. Reicht dir das beides? Du, ich glaub, die Schuhe, die musst du auch trocknen und die Socken, Alter, was ist denn da los gewesen? In den See reingepumpt oder was? Er schaut sich eben kurz um, so nach dem Motto, so ist es hier sicher. Ich musste, sieht so aus. Die werte Lordschaft wollte doch auf den See und ich musste sie runterholen und das war dann nachher wie dich. Naja. Er stößt sich so ein bisschen mit den Ellbogen an. Alter, kenn ich, du brauchst mir ja auch nichts erzählen, was die manchmal für scheiß Ideen haben. Er verdreht die Augen. Mann, Alter. So, ich mach das Ding mal als volle Bude an, ne? Ja, danke. Alter, Schwede. Und mit wem bist du da hier? Mit irgendeiner Verlordschaft? Kenn ich nicht. Gorbatschow, weißt du. Komme aus, OT. St. Petersburg, danke. Scheiße. St. Petersburg. Ist nicht der Hälfte der Ork. Ein schönes Strecke hier fahren, Alter. Das ist ja echt nicht. Und was ist das für eine? Irgend so eine. Ja, was macht denn die auf dem Eis? So eine Schlittschuhläuferin, die nicht ordentlich aufgepasst hat, oder was? Ja, nee. Kleiner Wildfang. Genau darauf wollte ich noch sagen. Man darf ja nicht schlecht drüber reden, aber. Jetzt hier, ne? Yeah, wie ein Grab eben. Und so. Gut. Also, die ist ein bisschen unerzogen und die. Also, ne? Sie tanzt halt mal aus der Reihe. Ein reiches, verzogenes Gehör. Ja. Um genau zu sein. Und deswegen, ne? Mal schön Urlaub ab vom Schoß. Nicht wahr? Ist für dich auf jeden Fall ein Urlaub, oder was? Kriegst du wenigstens einen Zuschlag? Zuschlag. Scheiße, Alter. Die haben mir den Urlaub gestrichen. Ich jetzt? Sicher. Das ist eine totale Kacke. Wie lange bist du da jetzt bei dem Gör? Wie lange ist sie da hier oder so? Keine Ahnung. Also sind das noch 3 Wochen, die hier sein soll?
Wir sind jetzt gerade den ersten Tag hier. 3 Wochen, wie ist denn das da, bis seht ihr hier, ne? Was das, ist das bei euch Schule gerade frei oder so viel Geld, dass ihr da gar nicht hin muss? Nö, es ist eine Exkursion. Der hat einen Hauslehrer. Bitte? Ist als Exkursion getarnt, quasi. Achso, ja, ne? Klar, Exkursion, ich verstehe. Genau, ne, in die Hauptstadt des anderen Landes mal reisen und so weiter und so fort. Also wenn du mich fragst, bist ja quasi mitten in der Hauptstadt drin, Alter, ja, klatscht dir mal so auf dem Rücken. Ja, also wenn du mich fragst, wollten sie die Hörerinnen loswerden. Hey, hier, ich weiß ja nicht, ob du mal wenigstens einen Abend feuerst oder sowas, wenn die, weiß nicht, ob die Eltern die mal suchen kommen oder so, aber jetzt mal, ne, hast mal hier meine Nummer. Alter, wenn du mal ein bisschen, ich weiß, wie scheiße das ist, ich weiß es echt, wenn du mal ein bisschen untenrum was ablassen musst, Dampf oder so, was du da hast, ne, erkenn da so die Etablissements, da sag ich dir mal Bescheid, wo du hin kannst, ne, wo es auch keiner mitkriegt dann von denen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Den Ding, warte mal, ich such dir gleich mal was raus. Oh, stehst du noch so? Ja. Also, soll schon. Ne, so eine hübsche sollte das schon sein, aber am liebsten ne? Orkin oder so. Naja, verstehe. Warte. Da. Gehst du hier hin? Das ist die Chefin da, die heißt Valeria. Die hat nicht so viele Orkin, aber die sie hat. Bombe. Hm. Bombe. Manche sogar mit abgefeilten Hauern, falls du Angst hast, dass du dir deinen Schwanz einklemmst oder sowas, weiß ich nicht. Weißt du, da hast du keinen Stress. Wenn du keinen Stress machst, ist ein bisschen teurer, aber kannst du danach noch eine Massage genießen und so. Geiler Scheiß. Ich war da noch nicht, ich kann es mir nicht leisten, aber alles, was ich gehört habe, Das ist der Metrophil grad, oder? Bitte was? Das ist doch der Metrophil grad, oder? Mit dem Kaban spricht. Der Metrophil heißt, ach so, der heißt der so? Gärtner an Handwerker, Metrophil, ja, Ivan Metrophil, 25 genau. Jahre alte Troll. Das ist der. Namen, ja, hab ich drauf. Ja, sau gut, danke. Schau ich mal vielleicht vorbei und dann, wenn ich einen Tag freikriegen sollte, ich hab da ja irgendwie noch die Befehle, aber dass das nicht klappt, aber wenn das klappt, dann, kann man ja mal machen. Kommen wir nochmal vorbei, denke ich, ne? Und ist auch, ich meine, da ist halt sicher, da kann man das schon mal, da geht das. Und bis dahin, Alter, echt, halt die doch vom Eis fern, die Göre, weißt du, ich musste mir, es sind ja so 2 Familien und wenn die eine. Wenn ich die anpacke, ne, und die einen ne, blauen Fleck verpasse, dann kriege ich direkt Anschluss ohne Ende. Also. Mann, Alter, echt. Ich muss mir die ganze Scheißbude mit den Kackzeichnungen von dem einen Gör hier irgendwie voll tackern, weil einmal waren dann die Eltern da und irgendwas, was weiß ich, da musste ich vorher aufräumen und dann, oh, du hast ja gar nicht die Zeichnung von unserer Kleinen, so viel Talent, ist ja viel mehr wert, jeder einzelne Strich als sein Leben, Alter, was ist denn hier los? Da muss ich mir die Kacke ins Zimmer hängen, ey. Hab ich mir jetzt extra, weißt du, haben wir auf so AR-Poster ziehen lassen, die ziemlich echt sind, war echt teuer, damit ich wenigstens mal was Unnötiges da abhängen habe, nämlich Muschis, wenn die nicht da ist. Das ist echt zum Kotzen, Alter. Oh Mann. Was meint ihr denn für eine Scheiße? Also halt Kinderkrakeleien, ein bisschen mit Aquarelldrupper oder wieder testen, irgendwelche Wassermalfarben oder irgendwelche andere Scheiße noch drüber, oder ist das Kunst? Ja, den Scheiß hast du dir aufhängen, oder? Ja, weißt du, jetzt inzwischen kriegst du ja wenigstens noch mal ein paar Formen hin und irgendwelchen Mist. Früher war das ganz schlimm, da war einfach nur Krücke. Hey, das ist noch bescheuert. Aber nee, die Leute haben ja Geld und deren Kinder müssen ja was Besonderes sein. Nix in der Birne, sag ich dazu. Ne? Auf jeden Fall nicht. Aber natürlich haben wir Hochnadel und wir sind ja was Besseres. Entweder die halten sich für sonst was und oder da sind halt so einigermaßen solide Typen, wie hier der andere Kleine da. Und dann werden die aber, weißt du, wird hart gegenerzogen. Wenn du nicht denkst, du bist der Geiste, dann machst du was falsch und so. Also echt gar nicht. Aber hier die Hochwohlgeboren, ne? Quasi. Sind halt alle viel besser. Wo seid ihr eigentlich untergebracht? Ich gebe ihm die Adresse zu unserer Tarnidentitätsdingsbums. Oh, das ist aber schon ein schönes Häuschen. Da kann ich sicher aushalten. Da seid doch ein ganz schönes Stück hergefahren, wa? Ja, es. Die Friedel wollte quasi. Ja. Yeah. Die Frau Rottenmeier, mit der ich hier war gerade. Also die, ja. Das Gestell. Ja, ist eigentlich eine ganz liebe, aber. Ach Gott, die muss die Kleine so Raten rannehmen und die hört einfach nicht da drauf.
Schrecklich. Naja, manchmal okay. ist es eben so, wie es ist. Da kannst du auch nichts machen. Ich meine, verdienst du wenigstens besser, als wenn du irgendwo vor irgendeinem, weiß ich nicht, vor irgendeiner Lohnsklavenbude stehst und da aufpasst, oder? Ja, das geht schon. Außerdem, wenn die Kleine abfangen, also das ist, ne? Ich schon, ich denke mal, ein besserer Job. Ja. Einmal. Nee, ich habe ja gehört, irgendwie bei den Asiaten soll das ja so sein, dass du da irgendwie, da ist es dir dann eine Ehre, auf die teuren Kinder aufzupassen und da nimmst du weniger Geld, weil du ja schon in deren Nähe sich aufhalten darfst und so ein Kack. Aber da wärst du ja sowieso nicht, du bist ja Ork, das geht ja eh nicht. Nee, aber wir sind ja auch, ne, von SK und so, das ist alles so schon ein bisschen, also. Wie ist denn das da eigentlich bei SK? Hast du da Angst, wenn der jetzt was passiert, dass du Drachenfutter bist, oder? Mit dem Chef habe ich ja nichts zu tun. Also das ist, wir sind ja auch nicht in Essen. Also das ist, in Essen soll das schon richtig übel sein, dass man da wirklich, habe ich gehört, also, ne? Dass man da dem wirklich über den Weg läuft oder so, aber. Man hört immer nur so Sachen, der hat's verkackt und dann war er irgendwie Mahlzeit oder so. Ich will es auch nicht für so einen Drachen arbeiten, das stelle ich mir auch richtig scheiße vor. Ja, es geht. Ich meine, naja, was soll er machen? Also. Der kommt ja nicht einfach rübergeflogen, das ist ja nicht, ne? Das macht ja, aber vielleicht wirst du abgepackt und dann aufs Tablett gelegt oder so, keine Ahnung. Ja, pff, nee. Außerdem, ich baue ja keine Scheiße, sag ich mal. Dann ist ja gut, ich meine, es war nicht so, als wärst du gerade in den See gepumpt. Ne, die haben ja schon, ne, aber wir sind ja wirklich gut und wir wissen ja, was wir tun. Und von daher werden wir nicht einfach gefressen, also ich denke mal, so Leute von NCT, die werden einfach halt fressen, aber nicht viel. Achso, okay. Hast ja Glück gehabt. Ich wollte nämlich auch nicht als Drachenzahnstocher enden. Nee, das ist auch schon, nee, das wäre auch nicht mein Traum. Aber, ich mache mir da keine Gedanken. Wenn du so gechillt rangehen kannst, dann ist ja gut. So, hier war so eine Adresse, habe ich mir nicht gegeben. Das ist die Adresse. Mhm. Und wenn du dich wieder fit fühlst, würde ich sagen, raus da, sonst kriegst du noch Anschiss. Ja, klar, natürlich. Ne? War's nicht hier drin. Falls mal irgendwie das aufkommen sollte, was ich nicht glaube, war's nicht hier drin. Natürlich nicht. Also. Gut. Ich hab dich ja auch nicht reingelassen. Ne, danke erstmal und ich melde mich quasi, wenn das was sein sollte. Hm? Vielleicht kriegen wir, also, ne? Wenn ich nur Kurzzeit habe. Wenn ich nur Kurzzeit habe und du vielleicht nur Kurzzeit hast, vielleicht gibt's da noch ein Bier oder so irgendwo. Ich meine. Da, klar, Alter, Trima und Bierchen. Eben. So, und dann, würde ich sagen, hau ich jetzt wieder ab. Die Füße sind, Schuhe sind wieder trocken und danke nochmal. Ah, warte mal kurz. Er kommt mit raus und wartet dann, bis die eine Kamera sich ein bisschen so gedreht hat, dass ihr beide drunter durchstapfen könnt und dann, ne? Ja, ich mache mir übrigens Aufzeichnung von den Kameras, wo die Kameras sind und so weiter und wie die sich bewegen. Ja, ihr habt. Aha, ja. Wenn man davon ausginge, dass die an beiden Hausseiten gleich angebracht sind, dann kriegt ihr noch einen Download-Link. Ne? Kriegt ihr mal Google Drive ein, mein Bester. Was soll das sein? Wo ist die Kurs jetzt? Ja. Aber ja, kriegst du gleich. Supi. Und ja, dann verschwinde ich wieder. Von dem Gelände. Gut. Wenn die beiden rauskommen, fragt Willi, Dankeschön, der Herr, was schulden wir Ihnen für Ihre Dienste? Ich freue mich ja, dass ich helfen konnte und das passt schon. Ich meine natürlich, im Namen auch der Herrschaft freue ich mich, dass ich da helfen konnte und das geht schon so, ne? So. Sehr wohlerzogener Mensch. Vielen Dank, sie drückt eben 10 Nüen in die Hand. Nee, lassen Sie mal, das ist schon okay, das kann ich nicht annehmen, das war ja nix. Na, das ist es, eine freundliche Geste meinerseits für Ihre kostbare Zeit, die wir in Anspruch genommen haben. Nee, ich darf das wirklich nicht nehmen, wegen so Bestechung und so. Da haben die sich ganz mickrig. Lassen Sie mal, danke, das ist schon okay. Gut, dann danken wir Ihnen vielmals für Ihre Hilfe und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ah, Sie sind die, mache ich jetzt Lordschaft, mache ich ja jetzt Verbeugung oder wie sieht das aus? Nein, das ist nicht notwendig. Ah, Juti, wenn Sie wirklich sich vielleicht bedanken wollen, könnten Sie ja dem jungen Mann am Freien oder so, ne? Das ja auch mal gucken. Jojo macht das jetzt bewusst. Also sie blickt kurz etwas verstohlen in Richtung Willi, schaut dann
schaut dann Kaban an, lächelt. In dem Moment, wo du mich guckst, wird mein Rücken steif, also ich nehme Haltung an. Lächelt und meint, das lässt sich bestimmt einrichten. Na, da freue ich mich. Aber zu Hause, junge Dame. Ich wünsche einen schönen Tag. Ja, selbstverständlich, Fräulein Rottenmeier. Einen schönen Abend noch. Noch einmal vielen Dank. Auf Wiedersehen. Jojo geht. Wir alle gehen. Sorgfältig hinter euch die Tür. Übrigens habt ihr hier mit dem Download-Link, Kinder. Das muss ich dann aber downloaden. Das sind Kilobit-Größen, das geht auch mit Dings. Wir fahren. Wohin? Na, erstmal wieder zurück quasi. Wir können jetzt erstmal hier nicht viel tun, glaube ich, oder? Es sei denn, wir können jetzt hier noch irgendwo anders hinfahren, aber normalerweise ist es ja auch nicht üblich, dass man so ewig lange Spaziergänge die ganze Zeit macht, weißt du? Es gäbe in der Nähe dieses Platzes mit dem Theater und so, gäbe es auch noch Kaffee und so im Scheiß. Oh, dann können wir uns da noch ins Café setzen, das ist gut. Genau. Bist du denn wieder trocken? Ja, danke. Gut, dann gehen wir jetzt noch einen Kaffee trinken. Für die junge Dame einen Malzkaffee natürlich. Alter, die ist 16, die darf wohl Koffein trinken. Die darf Koffein trinken? Nein, der junge Körper ist noch in Wachstum. Das Wachstum wird durch Koffein beeinflusst. Deswegen ist sie auch so klein, weil sie immer heimlich Cola trinkt. Richtig. Das erinnert mich, das war super, da waren wir einmal beim Spiel und da sagte mein Trainer zu meinem Kumpel, der auch wirklich so 1,50 ist, als er ihn rauchen sah, Alter, deswegen bist du klein und hässlich geblieben. Das war echt super. Klein ist ja schon hart, aber dann noch hässlich hinterher zu schieben, ist gemein. Das war lustig. Ja, für dich. Ich kann darüber lachen. Jojo bestellt sich einen Kakao. Sehr wohl. Keine Marshmallows. In dem Café sitzen nicht so viele Leute, ein paar Leute aus der Umgebung, die flanieren, sonst keine Touristen. Im Winter ist das eher nicht ganz so üblich. Und ja, ihr dürft nochmal bitte Intuition und Gebräuche würfeln. Wieso das denn? Meinst du jetzt, wo das Glück mich verlassen hat? Genau. Zählt Etikette wieder? Nee, hat es nicht. 5 Erfolge. Aha. Hast du überhaupt so ein Haus? Ja, ne? Ja. Scheiße. Was zählt was? Korb zählt nicht. Okay. Ich finde mich, Jojo findet sich voll in ihre Rolle zurück. Oder findet voll in ihre Rolle zurück. Ja, aber darum geht's gerade gar nicht. Fräulein okay. Rottenmeier hat 3 Erfolge. Kann man natürlich wieder 2. Läuft. Also, nur Jojo fällt auf, dass ich bin so gut. Einer, der auch aussieht wie Stammgast und der auch das auch kurz aus dem Gespräch raussticht, dass der aussieht wie, oder sich, der beobachtet ein bisschen viel, die sind natürlich alle neugierig und bla und erzählen dann, was sie für scheiß Typen getroffen haben und dass die gar nichts können und bla. Dass der ein bisschen viel beobachtet, dass der eine verdeckte Waffe trägt. Das ist zwar nur eine leichte Pistole, aber das merkst du halt trotzdem. Und dass der halt ein bisschen aussieht wie der Underground Watchman of Death und so was. Der beachtet euch aber gar nicht so sehr. Es scheint nicht Gefahr zu sein. Jojo schickt den anderen trotzdem übers DNI quasi das Foto von dem Typen. Meint halt noch, bitte nicht umgucken, aber ich glaube, das ist auch ein V-Mann. Übrigens setzt sich dann noch ein anderer Stammgast hinzu, der nicht so scheint wie der. Und die beiden unterhalten sich ein bisschen und der V-Mann schafft es sogar gar nicht so schlecht, unterschwellig so oft die tollen neuen Evo-Waren anzusprechen, die er erstanden hat, dass der andere dann auch mal kurz gucken will, was er noch heute so shoppen kann. Es zahlt sich aus. Alter, mobile Werbedrohnen. Brain fucked, washed. Ja, Jojo sitzt dort mit überschlagenen Beinen, ganz, ne, so wie es sich eben gehört, und nippt an ihrem Kakao. Ich hatte gehofft, dass du mit dem Rock nicht breitbeinig da sitzt und dir ins Gemächt fassen sagst, ja lecker die Scheiße, ey. Kerl lecker die Scheiße. Du, bei der Beerdigung von die alte Ömer, da ist mir glatt ein Pfund, da war es so kalt, da habe ich mir glatt ein Pfund, nee, wie da war Da habe ich mir glatt ein Pfund in den Pfund gefroren. Danke, genau, du kannst Und mir ist gerade so lächerlich ums Arschloch zumute. Richtig. Geil. Keine Sack, genau. Keine Haare am Sack, aber drängeln im Puff. Aber im Puff drängeln, genau. Oh, schön. Trinkt einen Kaffee, so sprecht. Ja, wir recappen quasi nochmal den Tag, was alles die Frau Ingusha Maria heute gelernt hat. Dicke Orks auf dem Eis brechen ein, das ist Physik.
Ey. Jojo meint nur irgendwann zu Billy nochmal im DNI, übertreib's bitte nicht, ich bin keine 12 mehr. Ich bin ein Aufpassmädchen. Trotzdem, ich bin keine 12 mehr. Dann benehm dich auch wie eine junge Dame. Jojo, guck da noch zu Kaban rüber. Irgendwie, das meint sie jetzt über DNI. Das tut mir jetzt echt leid mit dem Eis, aber ich wusste nicht, wie ich da sonst drankommen soll. Pointing. Außerdem haben wir ja dadurch auch einen wertvollen Kontakt gekriegt. War ja vielleicht ganz gut. Achso, ich habe übrigens die Nummer von dem jungen Mann. Hast du dich gut mit ihm verstanden? Mhm. Und im Übrigen hat er mir ein Etablissement vorgeschlagen, was ich schon kannte. Aha. Also, ich will mal so sagen, gewisse Damen sind hier anwesend, die da arbeiten. Oh. Na dann. Voll gut, aber vielleicht kannst du dann irgendwann mal mit dem, naja, also, ne? Mal ein Bier trinken, mal ein bisschen lästern. Vielleicht kannst Deswegen du mal mit dem fragte er nach dem feinen Abend. Ah, okay. Ich habe ihm das Bier schon angeboten. So, jetzt muss ich hier dann bei Zeit nur noch irgendwo den Joint verstecken. Übrigens sind hier und hier Kameras und die bewegen sich in dieser Geschwindigkeit. Ah, voll geil, danke. Die Kameras sind übrigens relativ blind, wenn du echt nah am Haus bist. Und ich meine, so ein Troll, wenn der nah am Haus ist und das reicht aus, da weißt du auch, was ich damit meine. Mhm. Fräulein Rottenmeier, meinen Sie nicht, dass es langsam Zeit wäre für den Rückweg? Sehr recht. Die Rechnung bitte, der Herr. Die Rechnung wird tatsächlich noch gebracht. Wird dann natürlich von mir bezahlt wahrscheinlich, oder? Nee. Nee, das macht Fräulein Rottenmeier nochmal. Ja, du bist erst 16, das macht Fräulein Rottenmeier. Ich dachte, ich bin 17. Oder bin ich 16 auf der Sinn? Dann bist du trotzdem noch nicht geschäftsfähig ausreichend. Ne, weiß ich nicht. Mir ist das Wurst, ob ich jetzt 16 oder 17 bin auf der Sinn. Ich muss es nur wissen, damit ich irgendwann, wenn man mich mal fragt, die richtige Antwort gebe. Du wolltest doch 17 sein, ne? Ja, mir ist es egal. 16 oder 17, das, was halt ging. Dann bist du 17, dann bist du zwar begrenzt geschäftsfähig, aber das kann ruhig Frau Rottenmeier machen, finde ich. Darum, es ging mir jetzt auch gar nicht um die Rechnung, sondern es ging mir primär darum, wenn man mich später fragt, dass ich nicht ein Alter nenne, das abweichend ist von meiner Sinn. Siehst du, mir war jetzt wichtig, dass es dicht und deep ist und später wäre es mir egal gewesen mit dem 16, 17. Hm. Juti. Die Rechnung beglichen. Ja, dann gehen wir zurück. Zum Auto. In Richtung des Autos, ja. Einen kleinen Umweg vielleicht. Wieso? Warum nicht? Weil wir es können. Weil wir dann einen Eindruck von der Umgebung bekommen. Gut. Also ich sag mal so, Jojo würde dann irgendwann, kann man checken, wann der Hauslehrer, irgendwie wann dieser Unterricht vorbei ist? Weil irgendwann muss der Junge mit dem scheiß Hund raus. Wüsste du nicht, wie du das jetzt machen willst. Naja, die Frage ist zum Beispiel, wenn wir zurückkommen. Billy konnte das ja checken, der Unterricht läuft wahrscheinlich noch. So, ne? Ich bin gerade verwirrt. Du hast vorhin von dem Punkt, wo ihr jetzt seid, sind sehr viele Bäume da und die spucken das weiß ich doch, aber wenn wir nochmal, wenn wir einen Umweg gehen. Okay, wenn ihr einen Umweg geht. Okay, darum ging's ja. Dann wird er jetzt vorbei sein. Das ist jetzt so 15 Uhr. Okay. Der Junge ist gerade nicht mit dem Hund draußen. Billy, er spielt gerade Epic Gunstars. Billy spielt mit. Sehr geil. Zerlegst ihn volle Kanne. Nimmst ihn auch noch das Erfolgserlebnis. Junge, Junge, Junge. Nee, ich nehme den mit meinem Team mit auf. Geil. Wir machen gut. Tag Team Instagib. Shoot me. Jojo setzt sich noch irgendwie auf diese Bank. Guckt ich auf den See. Ich hab sie vorher gereinigt. Wusstest du nicht mal. Gut. Jojo bekommt Hämorrhoiden. Hä? Da kann ich sie nicht schützen. Da wirkt ihre Pussy jetzt nicht dagegen. Splatter, ich will auch bitte noch einen Cyberdarmausgang. Man weiß ja nie. Schließmuskel. Ja, Outro. Hier, Kollegen, ihr wisst wieder, was los war, oder? Es war volle Bude, alles auf einmal. Also mit Magie und Steinen. Also wenn, dann richtig krass wieder mal Putz-Action. Frauen, weißt ja wie. Ich finde das auch gut.
Die Steine hat sie gewiekst. Ordentlich. Genau. Sie hat dem Geist einen runtergeholt. Nee, dem Geist nicht, seinen Kollegen. Ja. Also eigentlich aus dem Wasser. Eigentlich aus dem Wasser gefischt. Hast wieder mal der Technomancer dir was erklärt, Alter? Das ist, Was, wieso? Ist einfach klüger als ich. Aber ich bin auch nur eine Frau. Das lasse ich mal so gelten. Und ansonsten inwiefern? Halt schönes Umgucken, ne? Ja, klasse, Spatzen auf dem Dach und so gepfiffen. Ja. Besser die Spatzen auf dem Dach als den Dildo in der Hand. Ich wollte das mit den Vögeln eigentlich auch nicht machen, aber nachdem das irgendwann mit. Nachdem ich die so oft irgendwie dummerweise angesprochen hatte, diese bekackten Vögel, dachte ich mir, da musst du jetzt auch nochmal ran. Ich weiß ja, du wolltest auch nur unsere, hier, ne, wie heißt denn das gleich wieder, wenn man so ganz, ne? Paranoia. Weißt du, wie ich meine? Wieder? Paranoia! Was ist das wohl? Ja, richtig. Paranoia. Möchtet ihr mit mir ins Paranoia feiern? Ich glaube, mach mal die Legal Rights, Flummi, jetzt ist gut. Ich lande schon wieder. Ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Warte ja, mal. Fängst du mal genau. Mit den Tops an vielleicht. Ach so, ja genau. Meinst du, dass Shadowrun uns gar nicht gehört, obwohl ich der Meinung bin, dass wir das längst verdient haben? Weil wir viel besser sind? Nein, darf ich ja nicht sagen, sonst kriege ich Ärger. Mit wem? Mit Tops oder Pegasus, weil ich finde, dass wir einfach viel besseren Shit daraus gemacht haben als die. Meinst du, dass den Scheiß irgendwer von denen hört? Nee. Okay. Aber das Internet neigt dazu, solche Aussprüche viral zu verbreiten. Die Internet ist for porn. Die Internet ist for porn. Grab your dick and double click for porn. Porn, porn. Genau. Chaka! Genau, deswegen Tops Incorporated in den USA, Pegasus Verlag in Deutschland. Kommentar verkniffen. Genau, unser Intro-Lied, weiß ich gar nicht, ob sich das jetzt geändert hat. Hat sich das jetzt geändert? Ist immer noch Mad in Mad mit dem Russian genau. Tango. Das hast du das genau. Aber ausgesucht. Ich weiß, dass ich das ausgesucht. Ich weiß nur, dass das beim letzten Mal war das nur das Outro und jetzt ist es auch das Intro und das ist Mad in Mad genau mit dem Russian Tango. Großartig, witzig. Es ist schön, dass du dir unsere Folgen nochmal auf YouTube anguckst, dann wüsstest du das auch so. Ist ja egal. Ich hab's ja doch gespielt. Ich weiß doch, was da passiert ist. Stimmt. Hat sie ja recht. Ist ja nicht so, als würden jedes Mal so gehen, Düse, wir machen jetzt mal ein Outro und wir dann immer alle, was war da los? Ja, du weißt, was da los war. Das, ja, ich weiß immer, was passiert ist im Gegensatz zu euch. Deswegen ist das, während wir spielen, weiß ich immer, was passiert ist. Zumindest, kommt. Ich weiß dann nicht dann mehr, in welcher Folge wir das rausgehauen haben. Ey, lump, ne? So, jetzt hier Creative Commons. Genau, Creative Commons. Also darunter laufen wir. 3. So. Nee, es sind die neuesten, die 4.0. Ne? Mann. War es echt die 4? Ich hab das irgendwann mal gesagt und habt ihr gesagt, das ist Blödsinn. Nein, nee, du hast Blödsinn, dass du gesagt hast, das ist das Neueste, weil es kein Neuestes so. Gibt. Naja, aber irgendwann ist immer up to date. Aber es gab nicht immer eine 4. Deswegen war es halt das Neueste. Liebe Zuhörer, falls ihr auch findet, dass Flummi die besten Legal Rights einspricht, dann schreibt uns doch mal bitte in die Comments. Dafür kriegst du auf jeden Fall noch eine Schelle, wenn wir uns sehen. Für den Satz, also, das Niveau wollten wir nicht kommen. Ich muss das. Ich bin von meinem Sponsor verpflichtet. Was? Deine Ahnung oder was? Bitte was? Deine Ahlen oder was? Meine Annalen. Okay, die sponsern einiges, finde ich in Ordnung. Richtig. Ich wusste, dass du irgendwann in die Annalen eingehen wirst. Ach, ich gehe dir gerne mal in die Annalen ein, ey. In deine Annalen. Immer diese leeren Versprechungen. Ja, sonst ist. Hab ich gut, was vergessen? Ja? Muss ich noch irgendwas sagen? Tschüss und bleibt geil, oder wie war das? Nee, das ist nicht mein Spruch. Das ist nicht mein Spruch. Hast du so einen Ausleitenden? Fickt euch! So. Was hab ich denn jetzt wieder gemacht? Nein, Alex. Ach, Chris. Wieso soll... Was? Wieso Alex? Warum jetzt... Weil er sich den Scheiß angehört hat. Weil sie ein schlimmerer Troll ist als... Genau. Andere. Ich bin eben ein Strolch. Aha. Gut. Ich mach jetzt aus hier, Liebe. Mach das Tschüss aus.